Winnipeg, Kanada. Shirley und Ed Andronovich sind Stammkunden in einer Bar, nur wenige Häuserblocks von ihrem Wohnhaus entfernt. An einem Abend will Ed früher nach Hause gehen, Shirley möchte noch bleiben. Nach einem kurzen Streit geht der Mann allein nach Hause. Es ist der letzte Abend, an dem Shirley Andronovich lebt. Ed und Shirley Andronovich sind seit 20 Jahren verheiratet. Ed ist Bauarbeiter, Shirley Hausfrau. Mit ihren drei Töchtern leben sie im Fort Rouge-Viertel von Winnipeg. Sie sind wie immer zusammen ausgegangen, um einen netten Abend zu verbringen. Mein Vater ist dann nur wenige Stunden später allein nach Hause gekommen. Er war müde und wollte nicht länger bleiben, im Gegensatz zu ihr. Sie ist mit seinen Freunden noch da geblieben. Shirley verlässt die Bar gegen Mitternacht. Ich hörte, wie sie in dieser Nacht nach Hause kam. Sie war allein. Ich wusste es nicht genau, aber es war wahrscheinlich, dass sie getrunken hatte. Ed und Shirley streiten sich erneut. Ed sagt aus, Shirley habe das Haus verlassen, um sich zu beruhigen, sei aber nicht zurückgekommen. Am nächsten Morgen entdeckt ein Angestellter der nahegelegenen Highschool den toten Körper einer Frau auf dem Schulhof. Es war ein grausamer Anblick. Am Tatort waren ein paar erfahrene Kriminalbeamte, die über diese Entdeckung entsetzt waren. Durch kräftige Schläge ist das Opfer bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Der Inhalt einer Handtasche ist über das Schulgelände verstreut. Neben dem Körper liegt ein Scheckheft. Es gehört Shirley Andronovich. Sie kamen an die Tür und ich holte meinen Vater. Ich ging erst hinauf, wurde dann aber runtergerufen. Der Polizist sah meinen Vater an und fragte, wollen Sie es ihr sagen? Mit gesenktem Kopf verneinte er. Dann erfuhr ich von den Polizisten, dass sie meine Mutter ermordet aufgefunden haben. Shirley Andronovich wurde vergewaltigt, geschlagen und verstümmelt. An einigen Körperstellen befinden sich Bisswunden. Es scheint, als sei sie erst gewürgt und dann mit einem Betonklotz erschlagen worden. Ihr Gesicht war komplett entstellt und sie war ganz offensichtlich vergewaltigt worden. Es war ein grausamer Anblick. Ich bin seit 23 Jahren Staatsanwalt und habe nie wieder einen so brutal zugerichteten Körper gesehen. In einer Aussage gibt Ed Andronovich zu, Streit mit seiner Frau gehabt zu haben. Über die Geschehnisse nach ihrem Verlassen des Hauses wisse er jedoch nichts. Die Kriminalbeamten Bob Marshall und Ron Oliver beschließen, Ed Andronovich zum zweiten Mal zu verhören, um mehr über die Ereignisse der Mordnacht zu erfahren. An einer Stelle fragten wir ihn, ob er vielleicht irgendeine Ahnung hätte, wer seine Frau umgebracht haben könnte. Die Antwort schlägt ein wie eine Bombe. Ed Andronovich gesteht den Mord. Ich glaube, ich habe sie noch einmal geschlagen. Dann war sie tot oder so. Und dann? Dann bin ich in Panik geraten, habe sie ins Auto getragen und fuhr, bis ich den freien Platz fand. Er hatte tatsächlich Kenntnisse von einigen Aspekten des Verbrechens. Zum Beispiel wusste er von dem Fundort hinter der Grand Park High School.
Ich war wütend auf die Polizei, denn sie dachten, es war mein Vater. Geärgert habe ich mich auch über andere Leute, die das vermuteten. Ich wusste, dass er es nicht war. Und obwohl sie ihn kannten, haben sie es ihm zugetraut. Doch sie hätten mir ruhig glauben können, obwohl ich erst 14 war. Um ganz sicher zu gehen, verhört die Polizei Andronovich am nächsten Tag noch einmal. Und erneut gesteht er die Tat. Ed Andronovich wird des Totschlags angeklagt und kommt ins Gefängnis von Winnipeg. Ungereimtheiten im Geständnis erklärt Andronovich mit seinem übermäßigen Alkoholgenuss in dieser Nacht. Deshalb könne er sich nicht an alles erinnern. Die Polizei leitet kriminaltechnische Ermittlungen ein und wendet sich an den Geologen Dick Munro vom Winnipeg Police Department. Die Mordwaffe ist ein ca. 28 Kilo schwerer Betonklotz, der in der Nähe des Körpers gefunden wird. Viele Kanadier legen einen Betonklotz in den Kofferraum ihrer Autos, um auf Eis und Schnee die Traktion zu erhöhen. In Ed Andronovichs Kofferraum finden die Ermittler viele einzelne Betonstückchen. Dr. Ulrich W. Palke ist Leiter des Geologischen Instituts in Krefeld. Mit Hilfe verschiedener Methoden kann er Art und Zusammensetzung eines Betons bestimmen. Um Beton zu untersuchen, gibt es eine ganze Reihe von Verfahren. Zum einen sind das makroskopische Verfahren. Man schaut dann, ob die Bruchstücke, die man gefunden hat, zusammenpassen. Und dann gibt es natürlich Analysenverfahren, die wir hier im Bereich der Betonanalytik, aber auch bei natürlichen Gesteinen zur Anwendung bringen. Das ist die Röntgenuntersuchung, das ist die Geröllanalyse oder auch die Dünnschliffuntersuchung mit dem Mikroskop. Im Fall Andronovich gilt es herauszufinden, ob die Betonstückchen aus dem Kofferraum von der Mordwaffe stammen. Keine leichte Aufgabe. Beton ist, das gilt auch für viele Natursteine, ist ein sehr komplexes Materialgemenge. Und man muss halt sehen, dass man die richtige Probe entnimmt. Aus dem Betonblock selber gibt es ja nun ganz verschiedene Möglichkeiten. Man kann dabei auf Zuschlagstoffe geraten, auf Zement oder auf verschiedene Zemente. Und man muss sich die Sache schon sehr genau angucken, gegebenenfalls auch unter dem Mikroskop sehr genau angucken, um zu wissen, welchen Bereich man beprobt, um dann auch später die Röntgendiagramme vergleichbar zu haben. Ich denke, das ist entscheidend, die Art der Probenahme. Die Mordwaffe war rau, ein abgebrochenes Stück Beton. Wir haben wie bei einem Puzzlespiel das passende Stück dazu gesucht. Doch Munro kann kein passendes Stück finden. Als nächstes schickt die Polizei Fotos von den Bisswunden des Opfers an den rechtsmedizinischen Odontologen Dr. David Sweet nach Vancouver. Ed Andronovichs künstliches Gebiss wird ebenfalls zur Untersuchung geschickt. Es stellte sich die Frage, ob jemand mit einem komplett künstlichen Gebiss im Ober- und Unterkiefer in der Lage ist, menschliches Fleisch herauszubeißen. Spuren von kräftigem Knirschen an Andronovichs Gebiss beweisen den guten Sitz und die mögliche Kraftentfaltung der Zähne auch zum Herausreißen von menschlichem Fleisch. Dr. Sweet führt eine metrische Untersuchung am Zahnersatz durch. Die gemessene Breite und Wölbung des Gebisses vergleicht er mit den Bisswunden an Shirley Andronovichs Körper. Doch Dr. Sweet findet nur wenig Gemeinsamkeiten. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt haben wir uns alle gefragt, ob wir die richtige Person haben. Zumindest stellte ich mir diese Frage. Während der Autopsie haben die Rechtsmediziner die Stellen um die Bisswunden herum abgetupft, um mögliche DNA-Spuren zu sichern. Die Tupfer werden dann in ein befeuchtetes Filterpapier eingerollt. Färbt sich das Papier weiß, sind Überreste von Speichel nachgewiesen. Anhand des Speichels kann dann die Blutgruppe der jeweiligen Person festgestellt werden. Wir hatten ein neues Verfahren namens ELISA, mit dem wir Speichel den Blutgruppen A, B oder 0 zuordnen konnten. ELISA ist eine Analysemethode, die auf Basis von Enzymen durchgeführt wird. Zuerst wird das Versuchstablett mit den Antikörpern der Blutgruppen befüllt und dann die Speichelprobe hinzugefügt.
Im Inkubator verbindet sich der Speichel mit den Antikörpern der passenden Blutgruppe. Speichel der Blutgruppe A verbindet sich nur mit A-Antikörpern. Genauso verhält es sich mit der Blutgruppe 0 und so weiter. Der ELISA-Test enthüllt, dass der Täter die Blutgruppe B hat. B ist aber nicht Ed Andronovichs Blutgruppe. Da Mr. Andronovich Blutgruppe A hat, kann der Speichel mit der Blutgruppe B von der Brust des Opfers nicht von ihm stammen. Meiner Ansicht nach kann er nicht der Mörder gewesen sein. Nach einem Mordgeständnis und 2 Monaten Gefängnis wird Ed Andronovich aus der Haft entlassen. Fühlen Sie sich heute besser? Ich habe nichts zu sagen. Sind Sie froh, draußen zu sein? Kein Kommentar. Doch warum hat er den Mord gestanden? Andronovich hatte damals ein schlimmes Alkoholproblem, als die Polizisten ihn verhörten. Auf die Frage, ob er in jener Nacht mit seiner Frau gekämpft habe, antwortete er, es könnte sein. Sie setzten ihn unter Druck und fragten, ob er sie geschlagen habe. Und er antwortete wieder, es könnte sein. Gedächtnislücken, die bei zu viel Alkoholkonsum auftreten, nennt man Blackouts. Sie entstehen, da der Alkohol die Neurotransmissionen beeinträchtigt, die im Gehirn das Gedächtnis bilden. Wenn die Blackout-Phase vorüber ist, kommt plötzlich die Erkenntnis, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Es ist normal, dass Alkoholiker Gewissensbisse bekommen, sich schuldig fühlen und einbilden, Schlimmes in der Blackout-Phase getan zu haben. Und jetzt, ohne Verdächtigen, muss die Polizei mit den Ermittlungen nochmal von vorn anfangen. Nach der Haftentlassung von Ed Andronovich hat die Polizei im Mordfall Shirley Andronovich keinen anderen Verdächtigen. Ich bin jeden Tag denselben Weg zur Schule gegangen, den sie gegangen war. Man lebt in Angst, denn da draußen läuft jemand herum, der in der Lage ist, solch ein grausames Verbrechen zu begehen. Die Mordwaffe ist ein 28 Kilo schwerer Betonklotz. Der Geologe Richard Munro vermutet, der Klotz sei ein Stück dieser Betonabsperrungen, wie sie auf Parkplätzen verwendet werden. Er schätzt das Alter auf 5 Jahre. Munro fährt zum Tatort, um sich einen Überblick zu verschaffen. Gegen Mitternacht erscheint er dort, um dieselbe Situation anzutreffen wie zur Tatzeit. Am Leichenfundort fragt Munro sich nach dem Tathergang. Wenn das Opfer erst gewürgt und dann bewusstlos war, was geschah danach? Woher stammt der Betonklotz? Dann entdeckt Munro eine beleuchtete Stelle ungefähr 150 Meter weit entfernt. Im Lichtkegel findet er einen Betonklotz. Und knapp 3,5 Meter entfernt noch einen weiteren. Beide ähneln der Mordwaffe. Offensichtlich lieferte die Helligkeit dieser Stelle dem Mörder die Möglichkeit, in der Dunkelheit das Tatwerkzeug zu finden. Um seine Theorie zu bestätigen, muss Munro beweisen, dass die Mordwaffe und die gefundenen Betonstücke des Schulgeländes vom selben Betonklotz stammen. Dazu führt der Geologe eine petrographische Untersuchung durch. Petrographie bezeichnet die Bestimmung von Mineralien. Beton besteht aus Sand, Zement, Wasser und kleinen Steinen, die in Formen, zum Beispiel zu Parkabsperrungen, gegossen werden.
Trocknet diese Mischung, hat sie eine individuelle Anordnung, die bei jedem Betonklotz anders ist. Beim Vergleich der Mordwaffe mit den Betonstücken vom Schulgelände stellt Munro fest, dass sowohl die Mischung als auch die Verteilung der Steine identisch sind. Die Stücke passten genau. In einem gebrochenen Klotz befinden sich normalerweise Sand und auch Kiesel. Die Bruchstelle ist uneben. In diesen Bruchstellen suchst du nach kleinen Steinen im Beton und versuchst, sie zusammenzufügen. Und es passten nicht nur einige, sondern einfach alle zusammen. Munro vermutet Fingerabdrücke auf der Mordwaffe. Doch Abdrücke von einer porösen Oberfläche wie Beton zu nehmen, ist besonders schwierig. Das ist so, als ob Fingerabdrücke auf den Spitzen eines Nagelbetts sitzen. Das interessante Material befindet sich auf einer sehr, sehr dünnen Oberfläche. Mit verschiedenen Methoden versucht Munro, verborgene, noch nicht sichtbare Fingerabdrücke zu finden. Jedoch ohne Erfolg. Vom Grundsatz her ist es gar nicht so einfach, Fingerabdrücke auf Beton festzumachen. Es gibt verschiedene Methoden, die aus Amerika kommen. Und die bekannte Methode ist das des Superglue Fuming, was wir aber nun selber im Hause nicht durchführen. Es geht dabei darum, den latenten Fingerabdruck, also die Stoffe, die beim Berühren von der Hand abgesondert werden, zu diagnostizieren und sichtbar zu machen. Beim sogenannten Superglue Fuming wird Klebstoff verdampft, der Cyanoacrylat-Ester enthält. Der Gegenstand mit einem vermeintlichen Fingerabdruck kommt zusammen mit einem Tropfen Klebstoff in eine Kammer und wird bis zu 6 Stunden erhitzt. Der verflüssigte Klebstoff produziert Dämpfe, die sich auf biologischem Material absetzen, wie zum Beispiel dem Fett der Finger. Unter Laserstrahlen leuchtet das biologische Material und zeigt ein deutliches Bild vom Abdruck. Jetzt führt Munro den gleichen Versuch mit der Mordwaffe durch. Er legt den Betonklotz mit dem Klebstoff in eine luftleere Kammer. Doch das Cyanoacrylat hat die gleiche Farbe wie der Betonklotz. Um einen Abdruck zu sehen, muss Munro eine Chemikalie finden, die sich sichtbar auf dem Cyanoacrylat festsetzt. Nach mehreren Versuchen findet der Geologe mit Sudan Black ein biologisches Färbemittel, das funktioniert. Und tatsächlich findet Munro einen Fingerabdruck vom Mörder, auch wenn er ziemlich verschmiert ist. Unter den gegebenen Umständen war das zu erwarten, denn mit dem 28 Kilo schweren Betonblock wurde wiederholt auf das Opfer eingeschlagen. Er wurde als Rammbock benutzt und ist in den Händen des Mörders hin und her gerutscht. Und die Entdeckung der Betonklötze auf dem Schulgelände verrät noch weiteres. Es muss sich um ein Gelegenheitsverbrechen handeln und der Täter könnte den Tatort zu Fuß erreicht haben. Doch die Zeit vergeht und nichts Neues ergibt sich im Fall Andronovich. Ein Jahr nach dem Verbrechen wird noch einmal in Zeitungen und regionalen Fernsehsendern über den ungelösten Mord berichtet. Und tatsächlich verhelfen die Medien der Polizei zum erhofften Durchbruch. Ein Jahr nach dem Mord an Shirley Andronovich teilt ein Informant der Polizei mit, dass sein Zimmergenosse in der Mordnacht mit Blutflecken auf Jeanshose und Stiefeln nach Hause kam. Die beiden leben in einem Apartment gegenüber vom Tatort. Mark Jarman ist ein 29-jähriger arbeitsloser Bauarbeiter. Der Informant berichtet, dass Jarman am Tag nach dem Mord seine Kleidungsstücke verbrannt hat. Blut- und Speichelproben von Jarman werden ins Labor geschickt. Die Tests ergeben, dass Jarman Blutgruppe B hat, die Blutgruppe des Speichels, den man auf dem Opfer gefunden hatte.
Zusätzlich werden Fotos und Abdrücke der Zähne Jarmans zur Untersuchung geschickt. Mit Hilfe eines Wachsabdrucks wird ein Modell der oberen und unteren Zähne erstellt. Von diesem Modell werden Diapositive hergestellt, die die Konturen vom Biss des Verdächtigen zeigen. Jarman hat ein ganz besonderes Bissmuster, bei dem die Spitzen der oberen und unteren Zähne abgeflacht sind. Außerdem hat er ungewöhnliche Zahnlücken und mehrere abgebrochene Zähne, die nicht behandelt wurden. Nach mehrstündiger Untersuchung findet Dr. Sweet 17 Übereinstimmungen zwischen Jarmans Zähnen und den Bisswunden. Als Ergebnis meiner Untersuchung kann ich behaupten, dass die Zähne des Verdächtigen in der Tat die Bissspuren verursacht haben. Oder anders gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass seine Zähne diese Spuren verursacht haben. Letztlich hat die Polizei in der Mordnacht noch eine Einkaufsliste auf dem Schulgelände gefunden. Wegen der Größe des Areals waren sich die Ermittler aber nicht sicher, ob die Liste mit dem Mord in Zusammenhang steht. Auf der Einkaufsliste ist ein Fingerabdruck. Er stammt von Mark Jarman, der den Zettel zur Tatzeit auf dem Schulgelände verloren hat. Nach anfänglichem Leugnen gesteht Mark Jarman schließlich den Mord. Jarman sagt aus, er sei in der Mordnacht in derselben Bar gewesen wie Shirley und Ed Andronovich, habe aber nicht mit ihnen gesprochen. Zufällig sei er Shirley später in der Nähe der Schule auf ihrem Spaziergang begegnet. Sie hätten miteinander gesprochen und freiwilligen Sex gehabt. Später habe Jarman Shirley Andronovich ermordet, weil sie ihm drohte, alles ihrem Mann zu erzählen. Die Handtasche habe er entleert, um einen Raubüberfall vorzutäuschen. Doch die Ermittlungsbeamten glauben ihm nicht alles. Sergeant Dan Wren ist Blutspurexperte. Er hat die Fotos vom Tatort studiert und Widersprüche in Jarmans Geschichte festgestellt. Schlägt man mit einem Betonklotz, entsprechend der Mordwaffe, auf einen Kopf ein, spritzt das Blut bis ca. 3,5 Meter vom Kopf entfernt. Die Spritzer treffen mit mittlerer Geschwindigkeit auf den Boden. Genau diese Art der Blutspritze entdeckt Ran auf Papierresten, die 3 bis 3,5 Meter von Shirley Andronovichs Körper entfernt lagen. Auf den Bildern vom Tatort sieht man den Inhalt ihrer Tasche verstreut herumliegen, wo sie dem Blutvergießen sozusagen ausgesetzt waren. Das beweist, dass die Tasche von Shirley Andronovich vor ihrer Ermordung durchwühlt worden ist und nicht danach. Es hat ein Kampf stattgefunden. Zuerst wurde der Inhalt der Tasche ausgeschüttet und dann wurde sie erschlagen, wodurch die Blutspritzer auf die Beweisstücke kamen. Als er mit Freunden über die Ereignisse der Nacht sprach, platzte er damit heraus, dass er eine Frau umgebracht hat. Als die Freunde nach dem Grund fragten, antwortete er, weil sie schrie, als ich sie vergewaltigte, also musste ich sie zum Schweigen bringen. Diese Aussage kommt dem wahren Geschehen in dieser Nacht wohl am nächsten. Mark Jarman wird des Mordes für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine ähnlich unfassbare Brutalität hält auch im nächsten Fall eine ganze Stadt in Atem. Ohio, 1996. Zwei Jungen finden beim Angeln einen menschlichen Schädelknochen in einem See. Alle Zähne fehlen. Und weitere Spuren zeugen von unvorstellbarer Gewalt. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Wem gehört der Schädel und wie lange liegt er schon im Wasser? Hamilton ist eine Industriestadt im Südwesten von Ohio.
Die Region ist für ihre wunderschöne Natur bekannt. Die Einwohner genießen die Landschaft mit ihren vielen Flüssen und Bächen. Am 7. August 1996 gehen der 12-jährige Tim Lyons und sein Freund TJ Dijon zum Linden Lake fischen. Aber anstelle eines Karpfens oder Wels angeln sie etwas, das wie ein Schädel aussieht. Es ist schwer zu glauben, dass man im See den Schädel eines Menschen findet. Man geht ahnungslos fischen und angelt plötzlich einen Schädel. Einfach unglaublich. Verunsichert lassen die Jungen den Schädel am Ufer liegen. Ich weiß noch, meine Eltern haben mir nicht geglaubt. Sie dachten, ich spinne. Fast ein Tag verging, bevor wir zurückgingen, und er lag noch da. Diesmal rufen sie die Polizei. Der erste Polizist war ein ziemlicher Idiot. Wir haben ihm alles gezeigt. Er warf einen Stein gegen den Schädel und sagte, na, da habt ihr ja eine große Untersuchung angestoßen. Er gab uns das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben. 20 Minuten später war der gesamte Polizeiapparat da. Sie hatten Boote und Taucher dabei, die im See nach weiteren Hinweisen suchten. Es war ziemlich verrückt. Die Taucher der Polizei können keine weiteren Körperteile finden. Auch eine Suchaktion in der unmittelbaren Umgebung bleibt erfolglos. Der untersuchende Rechtsmediziner stellt fest, dass der Schädel nicht lang im See gelegen hat, denn es haftet noch weiches Gewebe an ihm. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Nun, es wurde ein Schädel gefunden. Was sagt uns das? Nicht besonders viel. Jemand könnte ein Grab ausgeraubt haben und wollte die Körperteile loswerden. Oder es sind Überreste eines verstorbenen Obdachlosen, die von Tieren verteilt wurden. Es beweist jedenfalls nicht, dass ein Mord oder ein Gewaltverbrechen stattgefunden hat. Wer ist diese Person? Wie ist er oder sie gestorben? Und wo befinden sich die restlichen Körperteile? Der Rechtsmediziner schickt den Schädel an Dr. Beth Murray vom Mount St. Joseph College in Cincinnati. Dr. Murray ist eine von 63 staatlich anerkannten Anthropologen der USA. Dieser Fall war herausfordernd, faszinierend und sehr interessant. Gleichzeitig war er aber auch der schrecklichste, an dem ich je gearbeitet habe. Dr. Murray bemerkt eine tiefe Delle auf der Schädeloberseite. Der Täter muss also mit einem Buschmesser oder einem Beil den Kopf des Opfers bearbeitet haben. Und Dr. Murray findet noch weitere Einschnitte und Kratzer, verteilt über den gesamten Schädel. Es gab Hinweise, dass jemand versucht hat, das Fleisch vom Schädel zu trennen. Bei dieser Vorstellung lief mir ein Schauer über den Rücken. Der Nasenhohlraum weist auf einen kaukasischen Typ hin. Messdaten von 2 Dutzend Schädeln bestätigen, dass der Knochen von einer Frau stammt. Professor Dr. Richard Helmer ist einer der weltweit angesehensten Anthropologen. Anhand der Verknöcherung der Schädelnähte kann er Aussagen über das Alter des Opfers machen. Die Schädelnähte sind im Fetalalter offen. Auch die Schädelknochen sind dann noch weich. Die Schädelnähte ermöglichen das Wachstum des Schädels im Kindes- und Jugendalter. Und erst mit Erreichen des Erwachsenenalters schließen sich dann in einer unregelmäßigen Zeitfolge schließlich diese Nähte. Das heißt, wir sprechen von einer Verknöcherung. Dr. Murray schätzt das Opfer jünger als 35 Jahre. Die Schädelnähte, an denen sich die Knochen verbinden, standen noch ziemlich weit auseinander. Sie fügen sich erst im Alter weiter zusammen.
Die Spuren verraten, dass jemand verschiedene Werkzeuge benutzt hat, um die Identität der Frau zu verbergen. Eine Reihe von zackigen Einschnitten deutet auf die Benutzung eines Steakmessers hin, in der Größe eines Küchenmessers. Die Schnitte verlaufen über beide Schädelseiten. Schnitte in Taschenmessergröße an den Wangenknochen deuten auf ein gewaltsames Entfernen des Kiefers hin. Und an den Augenhöhlen sind mehrere Stichwunden, die auf das Entfernen der Augen des Opfers hinweisen. Alle Zähne fehlen. Anhand einer zerstörten Zahnwurzel im Oberkiefer erkennt Dr. Murray, dass der Zahn absichtlich gezogen wurde. Hält man den Schädel im richtigen Winkel, sieht man, dass eine spitze Zange benutzt wurde. Anhand der Markierungen ist zu sehen, wo die Kneifzange zum Ziehen der Zähne angesetzt wurde. Doch Dr. Murray zögert, den Ermittlern ihre Vermutungen mitzuteilen. Ich dachte, sie würden mir nicht glauben. Also brachte ich den Schädel noch zu zwei anderen Experten, bevor ich sie anrief. Ich hatte noch nie zuvor so etwas gesehen. Ich habe schon viele Kriminelle gesehen, die versucht haben, ihr Verbrechen, ihre Gewalttat zu verbergen. Aber ich bin noch keinem begegnet, der so weit gegangen ist. Die Polizei findet heraus, dass zurzeit nur 4 Personen vermisst gemeldet sind. Darunter befindet sich die 21-jährige Tina Mott, die 2 Monate vor dem Schädelfund verschwand. Tina Mott hat einen 18 Monate alten Sohn namens Johnny. Ihr Obergeschoss-Apartment liegt an einer ruhigen Straße, das sie mit ihrem 24-jährigen Freund Tim Bradford bewohnt. Tina Mott stammt ursprünglich aus New York. Tim hat sie kennengelernt, als dieser Zeitschriften an Haustüren verkaufte. Das Paar lässt sich in Hamilton nieder, wo Tina als Verkäuferin in einem Geschäft arbeitet. Tim ist Dekorateur in einem Kunstgeschäft. Er war Mitte 20 und tat gerne die Dinge, die man in diesem Alter macht. Ausgehen, sich mit Freunden herumtreiben, zu Konzerten gehen und so weiter. Im Verhör sagt Bradford, Tina sei nach New York gefahren, um ihre Eltern zu besuchen und habe das Baby bei ihm gelassen. Doch schon bald findet die Polizei heraus, dass Tina Mott nie in New York war. Tims Mutter, Elizabeth Bradford, hat Tina als vermisst gemeldet. Zuerst hat sie sich nichts dabei gedacht, aber als sie in New York anrief und Tina nicht erreichte, wusste sie, dass etwas nicht stimmt. Tina würde nicht einfach verschwinden und ihr Baby zurücklassen. Elizabeth Bradford teilt der Polizei auch mit, dass sie sich vor dem Zorn und dem Temperament ihres Sohnes fürchtet. Mit einem Durchsuchungsbefehl öffnet die Polizei einen Schuppen, den Bradford kurz nach Tinas Verschwinden gemietet hat. Darin findet sie ein Küchenmesserset, bestehend aus 19 unterschiedlich großen Messern mit gezackten Klingen. Ein ebenfalls entdecktes Buch beschreibt, wie man jemanden mit bloßen Händen umbringt, und in einem Notizbuch stehen satanische Rituale. Tim Bradfords Mutter erzählt der Polizei, dass ihr Sohn Teufelsanbetung praktiziert. Außerdem ist Tim Bradfords Verhalten nach Tinas Verschwinden ziemlich verdächtig. Die Überwachungskamera eines Geldautomaten zeigt, wie Bradford nach Tinas Verschwinden Geld von ihrem Konto abhebt. Die Ermittler erfahren auch, dass Tim Bradford gelegentlich Drogen nimmt. Wir haben von Tinas Arbeitskollegen erfahren, dass sie wegen seiner regelmäßigen Drogeneinnahme Angst vor Tim hatte. Nun ist es durchaus denkbar, dass sein Temperament unter den Drogen schneller ausbrach, er schneller wütend wurde und sie deshalb vor ihm Angst hatte. Als nächstes durchsucht die Polizei die Wohnung des Paares. Sie führt einen Luminol-Test durch. Mithilfe dieser Chemikalie kann Blut sichtbar gemacht werden, das vorher mit Wasser oder Reinigungsmitteln entfernt wurde. Auf dem Wohnzimmerteppich entdecken die Beamten Spuren, vermutlich menschliches Blut.
Außerdem finden sie Blut auf dem Badezimmerboden, im Spalt zwischen Badewanne und Fußboden sowie in der Nähe der Toilette. Gehört der Schädel aus dem See Tina Mott? Erst wissenschaftliche Beweise können hundertprozentige Sicherheit bringen. Der gefundene Schädel im Fall von Linden Lake gibt den Ermittlern Rätsel auf. Es gilt, eine Methode zu finden, um den Schädel eindeutig zu identifizieren. Die effektivste Methode ist der Vergleich der Zähne mit Röntgenaufnahmen vom mutmaßlich Vermissten. Zahnreihen sind nie identisch. Doch in diesem Fall fehlt der Unterkiefer und die Zähne am Oberkiefer wurden alle gezogen. Eine andere Methode ist die Superimpositionstechnik. Dabei wird ein Bild vom gefundenen Schädel mit dem der vermissten Person überblendet. Übereinstimmungen der charakteristischen Gesichtsmerkmale führen zum Erfolg. Andere Techniken, wie die Gesichtsrekonstruktion oder die Skulpturgestaltung, versuchen dem Schädel ein Gesicht zu verleihen. Diese Techniken haben allerdings nur 70% Erfolgsaussicht, denn die Schädelform verrät nichts über das Aussehen von Augenlidern, Mund, Lippen und Ohren. Diese Techniken werden angewendet, falls alle anderen Identifizierungsmethoden versagen sollten. Doch der Durchbruch in diesem Fall gelingt den Wissenschaftlern mit Hilfe der Genetik. Der Mörder hat vergessen, zwei im Zahnfleisch eingebettete Weisheitszähne zu entfernen. Er hat sie nicht gesehen. Als der Täter die Zähne zog, bemerkte er die Backenzähne unterhalb des Zahnfleisches nicht. So blieben sie geschützt und erhalten. Dr. Murray holt das Mark aus den Weisheitszähnen und schickt es mit einer Blutprobe von Tinas Sohn zum DNA-Test. Doch die Wissenschaftler können aus dem Zahnmark kein brauchbares DNA-Profil erstellen. Es ist möglich, dass die Zähne noch nicht entwickelt waren. Und wenn Zähne sich noch entwickeln, sind ihre Wurzeln offene Löcher. Möglich ist auch, dass winzige Zellmikroorganismen im See die Zellen des Zahnmarks verändert oder zerstört haben. Letztendlich versucht Dr. Murray selbst mit Hilfe eines chirurgischen Bohrers DNA aus dem Schädelknochen zu entnehmen. Vorsichtig entfernt sie 6 Knochenproben von der dicksten Stelle des Schädels. Mit Hilfe steriler Methoden entnahm ich den mittleren Teil des Marks, das bisher unberührt gewesen ist. Die Schädelknochenteile werden einem Mitochondrien-DNA-Test unterzogen. Dieser Test wird durchgeführt, wenn biologische Proben entweder zahlenmäßig zu gering oder zu sehr beschädigt sind. Dr. Carsten Hohoff ist DNA-Experte am Rechtsmedizinischen Institut in Münster. Dem Wissenschaftler bietet mitochondriale DNA einige Besonderheiten. Die Besonderheit der mitochondrialen DNA-Analyse liegt in der angewandten Technik. Im Gegensatz zur Kern-DNA wird hier die exakte Abfolge der DNA-Bausteine ermittelt. Und besonders auch hier ist die Vererbung, denn die mitochondriale DNA wird rein mütterlich vererbt. Die Mitochondrien befinden sich außerhalb des Zellkerns im Zellplasma. Jede Zelle beinhaltet hunderte dieser Mitochondrien. Wissenschaftler haben 2 Merkmale der Mitochondrien-DNA entdeckt, die nur von der Mutter zum Kind vererbt werden. Die Mitochondrien-DNA des Schädels und die des Blutes von Johnny Mott sind identisch. Damit beweist die Untersuchung, dass der gefundene Schädel von Tina Mott stammt. Und auf einem der langen Messer aus dem Schuppen konnten eindeutig menschliche Proteine festgestellt werden. Aufgrund dieser Neuigkeiten verhört die Polizei Tim Bradford ein zweites Mal. Ich fragte ihn, ob er jagen kann. Er sagte ja.
Ob er ein Tier aufschneiden, abhäuten und dann zum Essen vorbereiten könne? Antwort ja. Ob er die Innereien eines Tieres ausnehmen könne? Ja. Er hat all das in seiner Kindheit während der Erziehung gelernt. Schließlich erzählt Tim Bradford der Polizei eine Geschichte voll unbeschreiblicher Gewalt und Horror. Bradford führt die Ermittler in ein Naturschutzgebiet, weniger als eine Meile von der Wohnung entfernt. Im tiefen Gebüsch liegen die Knochen von Tina verstreut herum. Wildlebende Tiere hatten den Körper aufgespürt und nur noch die Hälfte der Knochen dagelassen. Jeder der gefundenen Knochen war entweder mit einem Beil oder einem Messer bearbeitet worden. Bradford sagt aus, dass er und Tina in der Mordnacht Monopoly gespielt haben. Er gibt zu, in dieser Nacht Drogen genommen zu haben. Irgendwann streitet sich das Paar. Als das Temperament mit Tim durchgeht, schlägt er Tinas Nase blutig. Tina geht ins Badezimmer, um sich zu waschen, während Bradford beginnt, sein benutztes Angelgerät vom Tag zu verstauen. Bradford sagt aus, Tina sei aus dem Badezimmer zurückgekommen, um den Streit fortzuführen. Er hatte in diesem Moment ein Fischfilettiermesser in seiner Hand. Und Tim gibt zu, im nachfolgenden Handgemenge ihren Hals aufgeschnitten zu haben. Dann habe er die Wohnung verlassen. Als er zurückkommt, liegt Tinas lebloser Körper in der Badewanne. Er habe keine Erklärung, wie er dorthin gekommen ist. Bradford behauptet, er habe die ganze Nacht gearbeitet, um die Leiche zu zerstückeln. Die inneren Organe spült er die Toilette hinunter. Es ist unbegreiflich, dass ein Mensch einem anderen, den er liebt und dessen Kind er aufzieht, so etwas antun kann. Ich kann das nicht begreifen. Bradford gibt zu, alle 19 Messer bei seiner Tat benutzt zu haben. Und er gesteht, mit einer Kneifzange die Zähne gezogen zu haben, um eine Identifikation zu verhindern. Das Fleisch in Stücke zu schneiden ist hart genug, aber den Kopf abzuschneiden und ihn in den Händen zu halten, um die Zähne herauszuziehen, das ist unglaublich. In einem Rucksack und einer Mülltüte bringt Bradford die Knochen auf ein entlegenes Feld. Später sei er dann zum Linden Lake gefahren und habe den Schädel ins Wasser geworfen. Wäre der Schädel nicht aufgetaucht, der Fall wäre nie gelöst worden. Man hätte nie mit Mordermittlungen begonnen. Es wäre ein Vermisstenfall gewesen, mit einer Person, die für immer vermisst geblieben wäre. Die Einwohner von Hamilton sind völlig betäubt von diesen Neuigkeiten. Dr. Michael Osterheider ist Leiter der forensischen Klinik in Eichelborn. Die Brutalität des Verbrechens gibt ihm Hinweise auf das Verhältnis von Opfer und Täter. Die unvorstellbare Grausamkeit, Brutalität, mit der nach der Tat auch die Leiche ja quasi entsorgt, anders kann man das ja gar nicht mehr nennen, wurde, spricht eben auch dafür, dass entweder erheblich Hass und Wut hier eine Rolle gespielt haben musste oder dass, um die Hintergründe zu klären, es hier auch um die Beseitigung eines sehr gehassten Menschen gegangen ist. Tim Bradford hat keine Erklärung für den Mord und behauptet, er liebe Tina noch immer. In einem exklusiven Brief gesteht Tim Bradford den Produzenten dieser Sendung seine Schuld. Ich habe in den Augen Gottes und der Menschheit eine Gräueltat begangen, für die ich die volle Verantwortung übernehme. Meine Tat entspricht nicht meinen wahren Gefühlen für Tina. Ich habe sie wirklich von ganzem Herzen geliebt. Bradford behauptet, dass ihn die Reue über seine Tat viel mehr quält als die Gefängnisstrafe. Seit dieser Nacht quälen mich Albträume. Und wenn ich manchmal aufwache, spreche ich ihren Namen aus. Diese Träume werden mich immer verfolgen. Das sollen sie auch. Ich werde diese Last bis ans Ende meines Lebens mit mir tragen.
In diesem Fall wollte Mr. Bradford uns weismachen, dass er zwei Seiten hat. Ein Teil, der diese Frau liebt und nicht damit zurechtkommt, sie verloren zu haben und deshalb darüber reden möchte, weil er sich schuldig fühlt. Und dann der andere Teil, der sich von allen Gefühlen loslösen kann und den Körper der Person, die er liebte, in der Badewanne zerstückelt. Das ist menschlich unmöglich. Wenn er das einer Person antun kann, die er liebt, was kann er dann jemandem antun, den er nicht kennt? Tim Bradford wird wegen vorsätzlichen Totschlags und Missbrauchs einer Leiche angeklagt und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Alley, Virginia. Ein junges Paar verfährt sich auf der Suche nach einem Campingplatz und beschließt, im Auto zu übernachten. Um 3 Uhr morgens werden sie von einem Mann geweckt. Raus aus dem Auto! Nur mit der Personenbeschreibung des Paares nimmt die Polizei ihre Ermittlungen auf. Als die 19-jährige Frau und ihr 22-jähriger Verlobter aus dem Schlaf gerissen werden, glauben sie erst an eine Polizeikontrolle. Gehen Sie hinter das Auto. Geblendet von der Taschenlampe und in Furcht gegen das Gesetz verstoßen zu haben, geben sie ihm die geforderten Autoschlüssel. Plötzlich zieht der Angreifer eine Pistole und droht, den Verlobten zu erschießen, weigere dieser sich zu verschwinden. Beweg dich! Mit vorgehaltener Waffe zwingt der Täter die junge Frau in sein Auto. Öffne die Tür! Öffne sie! Steig hinten ein und lass den Kopf unten! Sieh mich nicht an! Er fährt mit ihr ungefähr eine halbe Stunde zu einem verlassenen Campingplatz. Knie nieder! In den nächsten 2 Stunden missbraucht er sie mehrmals. Warum tun Sie mir das an? 2-mal droht der Täter, sie zu töten. Dann lässt er sie aber an einem abgelegenen Ort zurück und beschreibt ihr den Weg zu ihrem Auto. Können Sie sich an irgendetwas von diesem Kerl erinnern? Sein Aussehen, sein Verhalten? Der Park Ranger Gary Trainham nimmt die erste Aussage kurz nach ihrer Rückkehr auf. Das Opfer beschrieb den Täter als ungefähr 1,90 groß und weißer Hautfarbe. Sie glaubt, er hatte einen Schnurrbart. Etwas anderes, an das Sie sich erinnern? Das Opfer sagt aus, ihr Vergewaltiger habe eine Armeehose und um den Hals eine Kette mit einem großen Kreuz getragen. Während der Tat habe er geraucht, Whisky getrunken und ständig von einem Leutnant Kolecki und ihren gemeinsamen Erlebnissen in Vietnam geredet. Sie sagt, der Pickup-Truck des Täters sei entweder ein Bronco oder ein Blazer gewesen. Er habe keine Rücksitze und Rostflecken an der Karosserie gehabt. Im Krankenhaus wird ein vaginaler Abstrich gemacht, an dem Sperma gefunden wird. Doch die Blutgruppe des Täters kann auch nach mehreren Tests nicht bestimmt werden. Jedoch an der kurzen Hose des Opfers wird ein fremdes Haar gefunden. Mithilfe des Paares erstellt die Polizei ein Phantombild und beginnt im Bundesstaat Virginia mit der Suche nach dem Täter. Doch der Erfolg bleibt aus.
und die Polizei fürchtet, den Vergewaltiger von Blue Ridge nie zu identifizieren. Vier Monate später ereignet sich eine weitere Vergewaltigung in der Nähe von Roanoke. Das Opfer behauptet, der Angreifer sehe ihrem Nachbar Edward Honecker sehr ähnlich. Aber Honecker hat ein Alibi und wird schon bald als Verdächtiger ausgeschlossen. Doch die Ermittler stellen eine starke Ähnlichkeit zwischen Edward Honecker und dem Phantombild vom Blue Ridge-Vergewaltiger fest. Auch Honeckers Auto könnte das des Blue Ridge-Vergewaltigers sein. Es hat keine Rücksitze, Rostflecken an der Karosserie, genau passend zur Beschreibung des Opfers. Das Auto, das er fuhr, diesen großen Bronco, identifizierte das Paar als das Auto des Täters. Ed hatte außerdem einen Schnurrbart und ungefähr die gleiche Größe und das gleiche Gewicht wie der Vergewaltiger. Alles schien auf ihn zu deuten. Die Polizei zeigt dem Paar Bilder von sechs Personen. Beide identifizieren Edward Honecker als den Vergewaltiger. Honecker ist 34 Jahre, Schweißer, unehrenhaft vom Militär entlassen und besitzt eine kriminelle Vergangenheit wegen Einbruchs. Er ist wegen Depressionen in Behandlung, da seine Frau ihn vor kurzem mit den drei Kindern verlassen hat. Als die Polizei Honecker nach der Vergewaltigung von Blue Ridge fragt, kann er nicht sofort ein Alibi präsentieren. Später behauptet er, die Nacht bei seiner Mutter in Montvale verbracht zu haben, 78 Meilen vom Tatort entfernt. Honeckers Auto ähnelt dem des Täters. Außerdem findet die Polizei Kleidungsstücke und Schmuck, die der Blue Ridge-Vergewaltiger in der Tatnacht getragen haben soll. Sie hatte ausgesagt, der Täter trug einen Arbeitsanzug. Wir fanden einen Arbeitsanzug. Sie hat ein Kreuz um seinen Hals gesehen. Wir fanden ein Kreuz. Außerdem habe er ihr erzählt, dass er nach der Vergewaltigung in die Umgebung von Roanoke fahren würde. Honecker wohnt in der Umgebung von Roanoke. Letztlich wird das Haar von der kurzen Hose des Opfers mit dem von Edward Honecker verglichen. Der Gutachter bestätigte, dass sie sehr wahrscheinlich von ihm sind. Das war ein starker Beweis gegen ihn. Als letztes habe ich meiner Mutter gesagt, sie solle sich keine Sorgen machen. Ich sei höchstwahrscheinlich am nächsten Abend wieder zurück. Ich dachte, ich muss zu einer Gegenüberstellung. Und die Dame, das Opfer, würde sagen, nein, das ist er nicht. Doch es kommt anders, als Edward Honecker seiner Anklägerin im Gericht zum ersten Mal gegenübersteht. In dem überfüllten Gerichtssaal identifizierten sie ihn schon bei der ersten Anhörung. Beide erkannten ihn sofort und er stand nicht in einem orangenen Anzug vorn, sondern saß mitten unter den restlichen Zuschauern im Gerichtssaal. Honeckers Verteidiger bemerkt, dass sein Mandant Rechtshänder sei, der Täter die Waffe aber in seiner linken Hand hatte. Außerdem hatte der Täter über Vietnam erzählt. Honecker ist aber nie in Vietnam gewesen. Weiter führt der Verteidiger an, dass Honeckers Samenleiter bei einer Vasektomie durchtrennt wurden und deshalb das gefundene Sperma nicht von ihm stammen kann. Die Staatsanwaltschaft findet heraus, dass das Paar wenige Tage vor der Vergewaltigung Sex gehabt hat, das Sperma also vom Verlobten stammen könnte. Für die Geschworenen jedoch war es eine leichte Entscheidung. Das belastende Beweisstück liefert das Opfer, als es in den Zeugenstand tritt. Henry Connor war Sprecher der Geschworenen. Sie schaute dem Angeklagten direkt ins Gesicht und sagte, das ist der Mann, der mich vergewaltigt hat. Wir hatten keinen Grund zu zweifeln, denn sie war sehr, sehr sicher. Ich empfand eine tiefe Feindseligkeit gegen sie und ihren Verlobten. Ich konnte einfach nicht verstehen, warum sie mir das antut, warum sie mich dafür ausgesucht hat. Keine Ahnung. Ich hasste beide dafür. Edward Honecker wird der Vergewaltigung, Sodomie und schwerer sexueller Körperverletzung für schuldig befunden
und zu dreimal lebenslänglich plus 34 Jahren Haft verurteilt. Der Richter stellt fest, dass Honeckers Haar, das beim Opfer gefunden wurde, sein Schicksal besiegelt hat. Im Gefängnis beteuert Honecker weiterhin seine Unschuld. Es vergehen Monate und Jahre. Die Zeit im Gefängnis wird immer mehr zum Überlebenskampf. Im Gefängnis darfst du keine Angst zeigen, sonst jagen sie dich. In den Gefängniszellen sind die gefährlichsten Raubtiere eingesperrt, die dich ausnutzen wollen. Sie entdecken dich sofort. Ich glaube, jemand hat mal gesagt, sie sind schneller als ein Löwe auf Beutejagd. In den nächsten 5 Jahren schickt Honecker Briefe an Journalisten, Anwälte und Strafverteidiger im ganzen Land mit der Bitte, sich für ihn einzusetzen. Aber keiner antwortet. Honecker hat die Hoffnung schon aufgegeben, als er eines Tages im Fernsehen die Verhandlung von Timothy Spencer, dem sogenannten Southside Strangler, beobachtet. Dieser Fall ging in die Geschichte ein. Denn Spencer war der erste Mann, der aufgrund eines DNA-Tests verurteilt und hingerichtet wurde. Spencers DNA stimmte mit der am Opfer gefundenen Samen-DNA überein. Ich habe diese Verhandlung gesehen und meinem Zellengenossen Floyd davon erzählt. Floyd, das ist meine Rettung, habe ich gesagt. Das ist die Antwort Gottes auf all meine Gebete. DNA. Doch Honecker ist nicht sicher, ob der Vaginalabstrich aus seinem Fall konserviert wurde. Und wenn ja, kann man ihn nach so vielen Jahren noch untersuchen? Fünf Jahre nach seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung erreicht einer seiner Briefe Kate Germont von Centurion Ministries. Das ist eine Organisation, die sich für unrechtmäßig verurteilte Personen einsetzt. Centurion Ministries erhält jährlich tausende Briefe von verurteilten Kriminellen. Doch in Honeckers Fall gibt es Punkte, die Germonts Aufmerksamkeit erregten. Augenzeugenberichte stellen für die meisten Menschen in unserem Land den wichtigsten Wahrheitsbeweis dar. Bei einer Aussage wie "Das ist der Mann, der mir das angetan hat", funktioniert unser Gehirn wie ein Videorekorder. Es nimmt alles, was wir sehen, hören und womit wir in Kontakt kommen, auf. Das Gedächtnis nimmt auf, was in diesem Moment geschieht, und vermischt Erinnerungen, Träume und auch Gefühle zu einem großen gemischten Paket aus allem. Daher sind unsere Erinnerungen eigentlich überhaupt nicht genau. Und als das Opfer Honeckers Bild heraussucht, ist er der Einzige, der vor einem weißen Hintergrund fotografiert ist. Die anderen stehen vor einem gewöhnlichen Metermaß. Untersuchungen zeigen, dass bei einer Bilderreihe tendenziell das Foto ausgesucht wird, das sich von den anderen irgendwie unterscheidet, zum Beispiel durch den Hintergrund. Des Weiteren sollen sich die Personen auf den Bildern im Gesicht ähneln. Doch im Fall Honecker passte nur sein Bild zu den Beschreibungen des Opfers und kein anderes. Das Fahndungsfoto, das dem Paar gezeigt wurde, war meiner Meinung nach eine der schlechtesten Aufnahmen, die ich je gesehen habe. Hat das Foto von Honecker das Opfer beeinflusst? Und kann der DNA-Test neue Erkenntnisse bringen? Im Fall des vermeintlichen Vergewaltigers Edward Honecker stößt Kate Germont von Centurion Ministries, einer Initiative für zu Unrecht Verurteilte, auf einige Ungereimtheiten. Sie setzt sich mit Barry Scheck in Verbindung, einem der Leiter des Innocence Projects der Yeshiva University New York. Das Innocence Project übernimmt Fälle von vermeintlich zu Unrecht Verurteilten. Auch für Scheck ist Edward Honecker aufgrund fragwürdiger Beweise verurteilt worden. Ed Honecker wurde auf Basis schlechter Wissenschaftsarbeit,
Fälschung und hypnotisch gesteigertem Erinnerungsvermögen verurteilt. Der Haartest war subjektiv, übertrieben, wenn nicht völlig falsch. Centurion Ministries bittet um das forensische Beweismaterial, das zur Verurteilung von Honecker führte. Und sie bitten Dr. Peter D. Forrest, das Haar von der kurzen Hose noch einmal auf seine Übereinstimmung zu untersuchen. Ich habe das Haar vom Opfer mit dem von Mr. Honecker verglichen. Und trotz der Bandbreite, die Haare am selben Menschen aufweisen, kann ich ausschließen, dass das Haar vom Opfer von Mr. Honecker stammt. Wissenschaftler sind der Meinung, dass Haare generell nur schwer zuzuordnen sind. Kein Haar gleicht dem anderen. Man kann höchstens behaupten, dass ein Haar einem anderen ähnelt bzw. nicht ähnelt oder mit einem Haar übereinstimmt bzw. nicht übereinstimmt. Mehr nicht. Kate Gaumont und Barry Scheck entdecken noch eine Ungereimtheit. Das Opfer hat in der Verhandlung etwas anderes ausgesagt als beim Park Ranger unmittelbar nach dem Überfall. Sie deutete an, ihn nicht richtig gesehen zu haben. Er habe sie während des ganzen Vorfalls geblendet. Den Leuten, die sie zuerst befragten, gab sie zu verstehen, dass sie überhaupt nichts von der Person gesehen habe, die sie entführt und vergewaltigt hat. Der Täter habe ihr damit gedroht, sie umzubringen, sollte sie ihn ansehen. Und verständlicherweise hatte sie Angst, ihn anzuschauen. Und die Recherche enthüllt noch etwas anderes. Wir haben auch erfahren, dass das Opfer bei einem Hypnotiseur war, um seine Erinnerung aufzufrischen. Der Hypnotiseur schreibt in einem Brief an den Staatsanwalt, dass das Opfer zu ihm kam, weil es sich nicht mehr an das Gesicht des Täters erinnern konnte. Erinnerungen, die per Hypnose gewonnen werden, sind in den meisten Bundesstaaten, einschließlich Virginia, als Beweis unzulässig. Die Identifikation Honeckers durch die Frau hätte den Geschworenen also vorenthalten werden müssen. Doch da das Opfer sogar im Gerichtssaal auf Ed Honecker zeigt, ist sein Urteil praktisch schon gefällt. The victim was very, very convincing and very, very credible. Das Opfer war unheimlich überzeugend und sehr glaubwürdig. Und ich denke, trotz aller Ungereimtheiten brachte ihr Auftritt die Entscheidung, auch bei mir. Ich denke, es gab in diesem Moment keine Zweifel bei den Geschworenen an der Schuld von Mr. Honecker. Barry Scheck ist überzeugt, dass ein DNA-Test Honeckers Unschuld beweisen wird. Während Centurion Ministries den Fall Edward Honecker bearbeitet, hat dieser mittlerweile 9 Jahre im Gefängnis verbracht. Und das für ein Verbrechen, von dem er behauptet, es nie begangen zu haben. Centurion Ministries gelingt es, den Vaginalabstrich des Opfers zu bekommen. Er geht an Dr. Edward Blake nach Oakland im Bundesstaat Kalifornien. Zusätzlich bekommt er eine Blutprobe von Edward Honecker. Dr. Blake muss alle genetischen Marker auf dem Abstrich identifizieren, um bestimmen zu können, ob einer der Marker von Edward Honecker stammt. Dr. Carsten Hohoff ist DNA-Experte am Rechtsmedizinischen Institut in Münster. Bei alten oder geringen Probenmengen, wie im Fall Honecker, wenden die Wissenschaftler den sogenannten PCR-Test an. Die PCR-Technologie bietet besondere Vorteile bei Vorhandensein von minimalsten DNA-Spuren, weil sie in der Lage ist, diese minimalen DNA-Mengen zu vervielfältigen und somit erst eine Analyse zugänglich zu machen. Dr. Blake vermutet, dass der Abstrich Zellen von 3 Personen enthält, dem Opfer, ihrem Verlobten und dem Vergewaltiger. Nach dem DNA-Test ist Dr. Blake sicher, dass Edward Honecker nicht der Vergewaltiger ist.
Die Untersuchung des Vaginalabstrichs hat ergeben, dass das Sperma nicht von Edward Honecker stammt. Gouverneur George Allen will sicher gehen und beauftragt einen zweiten Test. Ed Honecker reicht derweil sein Gnadengesuch ein, auch aufgrund der Sicherheit von DNA-Tests. Die heutigen DNA-Tests sind in zweierlei Hinblick sicher. Zum einen von der Laborqualifikation. Die Labore müssen an Qualitätssicherungsmaßnahmen teilnehmen. Und auf der anderen Seite sind die genetischen Marker sehr gut untersucht. Und die Fülle der genetischen Informationen bietet eine hohe Aussagekraft. Doch das Ergebnis des zweiten Tests überrascht. Wir waren nicht so eindeutig bei unserer Schlussfolgerung wie Dr. Blake. Wir meinen, dass es noch andere Szenarien gibt, die Ergebnisse zu erklären. Das Kriminallabor entdeckt noch weiteres genetisches Material, das es weder zuordnen noch erklären kann. Im Sperma wird durch den PCR-Test ein 3-4-Marker gefunden. Die Vermischung aller DNA-Profile und die Ähnlichkeiten beim Vergleich zeigen, dass Honecker als Träger dieses 3-4-Markers nicht ausgeschlossen werden kann und damit doch als Täter in Frage kommt. Konfrontiert mit den unterschiedlichen wissenschaftlichen Meinungen, bittet Gouverneur Allen die Polizei um eine erneute Untersuchung des Falls. Als Gouverneur möchte man sicherstellen, dass alle Beweise überprüft, alle Zeugen verhört und alle möglichen Tests durchgeführt sind, damit man ein abgerundetes Bild von dem Fall erhält. Wenn wir dann eine endgültige Entscheidung treffen, will ich sicher sein, dass wir alles bis auf den Grund überprüft haben, bis zum Grund der Wahrheit. Als die junge Frau erfährt, dass der DNA-Test einige Unstimmigkeiten enthüllt, macht sie eine überraschende Aussage. Nach dem Vorfall habe sie ihren Verlobten geheiratet, sei inzwischen aber wieder geschieden. Und sie habe im Zeitraum der Vergewaltigung ein weiteres sexuelles Verhältnis gehabt. Das ließ natürlich die Frage aufkommen, ob das Sperma in der Vagina überhaupt mit der Vergewaltigung in Verbindung steht. Nur deshalb kam Edward Honecker wieder ins Spiel. Bei Vergewaltigungsfällen müssen sich alle Personen einem DNA-Test unterziehen, die mit dem Opfer Sex hatten. Worauf wir achten und was wir wissen müssen, ist, wenn wir solche Proben nehmen, dass es möglicherweise mehrere Sexualpartner gibt mit natürlich verschiedenen DNA-Typen. Polizisten machen den zweiten Freund ausfindig. Nun führen die Wissenschaftler einen detaillierteren, sogenannten Polymarker-DNA-Test durch, bei dem anstelle von einem oder zwei gleich 5 Gene bestimmt werden. Und der Polymarker-Test beweist, dass der genetische 3-4-Marker nicht von Edward Honecker stammt. Er ist unschuldig. Im Oktober des Jahres 1994 ruft Gouverneur Allen Honecker im Gefängnis an und teilt ihm mit, dass er ein freier Mann sei. Er sagte, er glaube, die Geschworenen hätten einen Fehler gemacht und ich sei ab sofort ein freier Mann. Was er danach gesagt hat, keine Ahnung. Nach 10 Jahren Haft verlässt Edward Honecker die Strafanstalt von Nottoway. Unschuldig hat er die letzten 10 Lebensjahre seiner Kinder verpasst. Der Vergewaltiger von Blue Ridge wurde bisher nicht gefasst. Lawton, Virginia. Während einer Weihnachtsfeier verschwindet die 5-jährige Melissa Brennan. Es hat ihr sehr gefallen. Wir hatten viel Spaß. Aber es ist spät. Wir müssen wirklich gehen. Melissa, kannst du die Mäntel holen?
Weder Eltern noch Kinder beobachten, wohin sie geht. Niemand bemerkt etwas Ungewöhnliches. Erst die Kriminalwissenschaft enthüllt, was sonst keiner gesehen hat. Tammy Brennan und ihre 5-jährige Tochter Melissa wohnen in einem Apartmentkomplex in Lawton, Virginia. Tammy ist frisch geschieden und alleinstehend. Als Buchhalterin hat sie ein neues Leben angefangen. Regelmäßig werden für die Bewohner des Apartmentkomplexes gemeinschaftliche Aktivitäten angeboten. Immer freitags trifft man sich im Clubhaus. Am Abend des 3. Dezember hatten sie eine Weihnachtsfeier organisiert, so wie sie es immer taten. Alle haben sich darauf gefreut. Das Clubhaus war schön geschmückt und die Leute blieben, um die Nachbarn besser kennenzulernen. Tammy Brennan und Tochter Melissa sind zwei von insgesamt 200 Personen auf dieser Weihnachtsfeier. Als Tammy nach Hause will, bittet sie Melissa, die Mäntel zu holen. Kurz nachdem Melissa ihrer Mutter den Mantel gibt, verschwindet sie. Tammy sucht im ganzen Clubhaus nach ihrer Tochter. In einem Abstellraum, gekennzeichnet als privat, steht ein Fenster weit geöffnet. Vom Fenster aus blickt man auf ein Waldgebiet, das sich hinter dem Wohnhauskomplex erstreckt. Es ist möglich, dass jemand durch das Fenster steigt, ohne bemerkt zu werden. Und die Gegend ist abgeschieden, sodass auch die Partybesucher nicht merken, wenn jemand dort raussteigt. Die Polizei von Fairfax sucht die gesamte Gegend ab und verhört jeden, der auf der Party gewesen ist. Es war kalt in dieser Nacht. Wir mussten sie also so schnell wie möglich finden. Es ist schwer vorstellbar, dass ein kleines Kind nur in Kleid und Mantel diese Kälte überlebt. Zwar hat niemand der Partygäste etwas Ungewöhnliches bemerkt, doch die Polizei befürchtet, dass Melissa entführt wurde. In einer Pressekonferenz bittet Tammy Brennan um die gesunde Rückkehr ihrer Tochter. Ich bitte denjenigen, der Melissa hat, anzurufen und zu sagen, wo sie ist. Egal, was passiert ist. Sie ist alles, was ich habe. Bitte bringen Sie sie mir zurück. Melissa, wenn du Mami hören kannst, geh zu einem Telefon und wähl unsere Nummer. So wie ich es dir beigebracht habe. Ruf an. Wir lieben dich und vermissen dich sehr. Bitte komm zurück. Mami wartet auf dich. Die Polizei vermutet, dass ein Partygast Melissa entführt hat. Möglicherweise jemand, den sie kennt. Trotz der Hilfe vieler Freiwilliger findet die Polizei keine Spur der 5-jährigen Melissa Brennan. Hunderte von Polizisten und Soldaten waren dort im Einsatz. Einige Leute stellten sogar ihre Flugzeuge und Helikopter zur Verfügung. Die Suche war phänomenal. Es zeigt, wie betroffen dieser Fall die Menschen gemacht hat. Die Polizei verhört jeden, der im Apartmentkomplex lebt oder arbeitet. Der Hausmeister Caleb Hughes ist auch auf der Weihnachtsfeier gewesen. Die Polizei verhört Hughes wenige Stunden nach der Party gegen 2 Uhr morgens in seiner Wohnung. Mr. Caleb Hughes? Ja? Mein Name ist Garcia vom Fairfax Police Department. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen über die Party stellen. Okay. Sie fragen ihn, wo er nach dem Verlassen der Party gewesen ist. Was haben Sie nach der Party gemacht? Ich bin direkt nach Hause gefahren, hab nur kurz gehalten, um ein Sixpack Bier zu kaufen und war gegen 1:15 zu Hause. Er sagte, dass er einen kurzen Zwischenstopp machte. Bier gibt's in Virginia nur bis 0 Uhr. Er hat nicht wegen Bier angehalten. Das konnte er nicht. Was haben Sie dann zu Hause gemacht?
Ich habe den Haushalt gemacht, Wäsche gewaschen und solche Sachen. Können wir uns etwas umsehen? Ja, nur zu. Die Beamten bemerken etwas Ungewöhnliches. Hughes hat Wäsche gewaschen, und zwar die Kleidungsstücke, die er auf der Party getragen hat. Mr. Hughes, waschen Sie Ihre Sportschuhe immer mit der Kleidung zusammen? Auch sein Gürtel und die Messertasche sind gewaschen. Wir fragten, warum er Kleidungsstücke und Schuhe gewaschen hat, ob er keine andere Jeans besitzt. Caleb hatte keine Antwort. Hughes Sportschuhe wurden an den Seiten abgeschabt. Und obwohl die Schuhe gewaschen wurden, weisen sie nach Tests Spuren von menschlichem Protein, möglicherweise Blut, auf. Caleb Hughes steht schwer unter Verdacht, aber er ist nicht der Einzige. Ein anonymer Anrufer fordert von Tammy Brennan $75.000 Lösegeld für ihre Tochter. Das Geld soll einem Kurier in Washington, D.C. übergeben werden. Das FBI folgt dem Kurier bis zu einer Wohnung und verhaftet zwei Männer. Es sind der 24-jährige Anthony Gerard McCray und der 20-jährige Muriel Greer, Studenten der naheliegenden Howard University. Doch Melissa Brennan bleibt weiter verschwunden. Zwischen den Studenten und Caleb Hughes gibt es keinerlei Verbindung. Hughes sagt aus, auf der Weihnachtsfeier nicht mit Melissa Brennan gesprochen zu haben. Mehrere Zeugen behaupten jedoch das Gegenteil. Ich sagte Caleb, Sie wissen mehr. Sie haben Melissa mitgenommen. Schließlich sagte er, beweisen Sie es. Ohne Emotionen schaute er mir direkt ins Gesicht. Wer hat Melissa Brennan entführt? Und was können Faserexperten zur Auflösung des Falles beitragen? Wochen sind vergangen, doch es gibt immer noch keine Spur von der 5-jährigen Melissa Brennan. Die Gemeinde von Lawton hält eine Mahnwache vorm Haus der Brennans, nur wenige Meter vom Clubhaus entfernt. Überall gibt's Aufkleber, gelbe Bänder und Flugblätter mit Melissas Bild. Das FBI gelangt zu dem Schluss, dass die beiden Studenten nichts mit der Entführung von Melissa zu tun haben. Wegen Erpressung werden Anthony Gerard McCray zu 7 und Muriel Greer zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Hauptverdächtiger ist nun wieder Caleb Hughes. Hughes bestreitet weiterhin, etwas mit der Entführung von Melissa Brennan zu tun zu haben. Inhaftiert worden ist Caleb Hughes schon wegen Verführung einer Minderjährigen. Und auch im ungelösten Mordfall seines Bruders stand er unter Verdacht. Die Ermittler nehmen sich Hughes' Auto vor. Der Innenraum war überfüllt mit Müll, Tüten, Büchern und Hundehaaren. Als ich das sah, dachte ich mir, meine Güte, wie soll ich hier irgendeinen Hinweis auf Melissa finden? Das Auto wird mit Luminol ausgesprüht, das hell leuchtet, sobald es mit Hämoglobin in Verbindung kommt. Es enthüllt Blutspuren auf dem Lenkrad, den Pedalen und der Fußmatte. Die DNA-Analyse des Blutes bringt jedoch keine brauchbaren Ergebnisse. Zur Routinearbeit der Spurensicherung gehört auch die Untersuchung von Faserspuren. Dr. Dietrich Inhülsen ist Faserexperte beim LKA in Hannover. Textile Mikrospuren werden generell mit Klebefolien abgenommen. Hierbei werden bestimmte spezifische Folien auf den Körper aufgedrückt und somit die nicht sichtbaren textilen Spuren abgenommen und weiter präpariert für die Untersuchungen hier im Labor. Hughes Auto wird auf Spuren wie Haare und Fasern durchsucht. FBI-Agent Doug Diedrich bekommt die Proben ins Labor. Zuerst habe ich mir die Faserspuren vom Vordersitz angesehen. Ich versuchte, die Art der Materialien festzustellen und ob sie möglicherweise vom Opfer stammen, falls es im Auto gewesen war. Diedrich entdeckt viele Tierhaare im Auto, überwiegend von Hunden. Aber 3 der Haare von Hughes Vordersitz sind anders. Es sind schwarz gefärbte Kaninchenhaare.
Kaninchenhaare sind aufgrund ihrer mikroskopisch erkennbaren Struktur sehr gut zu bestimmen. Zum einen haben sie eine strickleiterartige Anordnung der Lufträume im Innern. Weiterhin fallen sie durch ihre leichte Brüchigkeit auf. Die gefundenen Haare ähneln jenen von Tammy Brennans Pelz. Doch wie gelangen sie in Hughes Auto? Textilien geben, je nach ihrer Beschaffenheit, Eigenmaterialien in Form von Mikrospuren ab. Sie nehmen aber auch gleichzeitig Fremdfasern von anderen Kleidungsstücken auf. Und diese Aufnahme und Abgabe ist einem ständigen Fluss unterworfen, sodass wir diese Vorgänge nutzen, um zu rekonstruieren, welcher Kontakt zuletzt stattgefunden hat. When Tammy Brennan was leaving the apartment, she told Melissa to get her fur coat. Als Tammy Brennan gehen wollte, bat sie Melissa, ihr den Pelzmantel zu holen. Wie jedes Kind hat sie den Pelzmantel über die Schulter gelegt. Natürlich sind dabei ein paar Haare an ihr haften geblieben. Hairs from that coat, certain them transfer to her. Nicht überraschend findet Diedrich auch menschliches Haar in Caleb Hughes Auto. Es ist blond und scheint Ähnlichkeit mit einem Haar aus Melissas Bürste zu haben. Da sich Kinderhaare aber in kürzester Zeit verändern, ist ein einzelnes Haar ein sehr schwacher Beweis. Dann entdeckt Diedrich blaue und rote Fasern auf Hughes Beifahrersitz. Die roten Fasern sind aus Baumwolle und kommen oft vor, während die blauen sehr selten sind. Die blauen Fasern sind aus Acryl, haben gleiche Form, Länge und Durchmesser. Das ist ein Hinweis, dass sie alle vom selben Hersteller stammen und normalerweise zuzuordnen sind. Aufgrund unserer textilkundlichen Untersuchungsverfahren können wir die Spurenfasern aufgrund der Farbgebung einem Produktionsgang zuordnen. Wird in einem derartigen Produktionsprozess jedoch nur eine geringe Stückzahl angefertigt, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass eine Spurenfaser aus diesem Kollektiv stammen muss. Der Test im Gaschromatographen beweist, dass alle Fasern mit demselben Mittel blau gefärbt wurden. Doch die chemische Zusammensetzung des blauen Färbemittels ist außergewöhnlich. Das FBI führt eine Akte über Proben von 10.000 bekannten Färbemitteln. Doch das gesuchte Blau befindet sich nicht darunter. Der Hersteller dieser Fasern hat eine einzigartige Farbmischung benutzt, die weder beim FBI noch anderswo registriert ist. Melissa Brennan hat bei ihrem Verschwinden einen blauen Pullover und einen rot karierten Rock getragen. Die Kleidungsstücke sind ein Geschenk ihrer Großmutter, die sich aber nicht erinnern kann, wo sie sie gekauft hat. Lediglich an das Motiv kann sie sich erinnern. Es ist Bibo, eine Figur aus der Sesamstraße. Die Staatsanwälte benötigen mehr Beweismaterial als die drei Kaninchenhaare von Mrs. Brennans Mantel. Jeder gute Verteidiger würde behaupten, Caleb Hughes habe auf der Party Tammy Brennans Mantel gestreift und könne so erklären, wie die Haare auf den Sitz gelangt sind. Doug Diedrich ist überzeugt, dass die blauen Fasern zur Lösung führen. Aber gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob die Fasern von Melissas Kleidung stammen? Diedrich erzählt seiner Frau von den misslungenen Versuchen, den Hersteller von Melissas Kleidung zu finden. Es ist ein Winnie the Pooh oder Sesamstraßen-Outfit und ein rot karierter Rock. Ich weiß nichts von Winnie the Pooh, aber wenn es Sesamstraße ist, das wird bei JCPenney verkauft. Warte einen Moment. Oh ja, ein rot karierter Rock. Ich sehe es. Sie brachte einen Katalog vom letztjährigen Weihnachten. Und auf Seite 11 war ein Outfit, das der Beschreibung von Melissas Kleidung aus jener Nacht verdammt ähnlich sah. Als die Polizei Tammy Brennan das Bild im Katalog zeigt, identifiziert sie die Kleidung als Melissas.
Um die Fasern untersuchen zu können, bittet das FBI J.C. Penney um ein solches Outfit. Doch es ist ausverkauft. J.C. Penney hat alle 7000 Kleidungsstücke innerhalb von wenigen Monaten verkauft. Aber J.C. Penney macht einen Kunden in Kentucky ausfindig, der ein Jahr zuvor ein solches Outfit gekauft hatte. Der Kunde wollte es als Geschenk für seine Enkelin, doch es war zu groß und wurde deshalb nie getragen. Die Kleidungsstücke kommen zur Untersuchung zum FBI. Wir können wirklich von Glück reden, genau die gleiche Kleidung gefunden zu haben, die das Opfer getragen hatte. Während seiner Untersuchung macht Doug Diedrich eine wichtige Entdeckung. J.C. Penney wollte dieses Kleidungsstück besonders machen und hat deshalb kein gewöhnliches Färbemittel benutzt. Extra für diese Kleinserie wurde ein ganz neuer Farbstoff angemischt. J.C. Penney legt eine bestimmte Farbe fest und versucht dann mit einem Farbenhersteller die chemische Zusammensetzung für diesen Farbton zu finden. In diesem Fall sollte niemand anderes diese Farbe verwendet haben, damit der Pullover aufgrund seiner Farbe ein Warenzeichen bekommt. Die neue Farbe heißt Marineblau Nummer 887. J.C. Penney patentiert diesen Farbton und benutzt ihn nur bei der Produktion der 7000 Pullover mit Bibo aus der Sesamstraße. Diedrichs Vergleich der Fasern vom Pullover mit denen aus dem Auto beweist deren Gleichheit. Bei mehreren hundert Millionen Menschen in diesem Land und nur 7000 Pullovern ist die Wahrscheinlichkeit, genau diese Fasern in einem Auto ausfindig zu machen, sehr gering. Man kann nur eine Verbindung der zwei herstellen. Für mich besteht kein Zweifel, dass Melissa Brennan auf dem Vordersitz von Caleb Hughes' Auto gesessen hat. Wo sie geblieben ist, ist ja noch heute ein Geheimnis. Die Suche nach Melissa Brennan läuft schon seit fast einem Jahr. Aus Statistiken geht hervor, dass entführte Kinder innerhalb von 3 Stunden ermordet werden. Der Hauptverdächtige Caleb Hughes wird gebeten, einen Lügendetektortest zu machen. Haben Sie Melissa entführt? Nein. Können Sie mich jetzt zu Melissas Körper führen? Nein. Die Ergebnisse deuten auf eine Lüge. Als er merkte, dass ich wusste, dass er durchgefallen ist, wollte er nicht länger im Zimmer bleiben. Mit mir wollte er nichts mehr zu tun haben, sondern sich schnell davon machen. Doch es gibt noch ein Problem. Im Bundesstaat Virginia müssen Staatsanwälte nachweisen, wo der Mord stattgefunden hat. Da das Blut aus Hughes Auto nicht als Melissas nachgewiesen werden kann, ist eine Beschuldigung wegen Mordes nicht möglich. Lediglich eine Anklage wegen Kindesentführung ist denkbar, deren Höchststrafe 10 Jahre beträgt. Doch die Staatsanwälte sind überzeugt, dass die blauen und roten Fasern in Caleb Hughes Auto auf mehr hindeuten als nur Entführung. Tammy Brennan hat ihre Tochter zuletzt mit ihrem pinkfarbenen Mantel, dem Wintermantel, über dem Bibo-Outfit gesehen. Wenn das Kind mit dem Mantel im Auto gesessen hätte, wären die blauen Acrylfasern nicht auf dem Sitz gewesen, sondern im Inneren des Mantels. Die Staatsanwälte glauben, Hughes habe Melissa die Skijacke im Auto ausgezogen. Ein Hinweis darauf, dass er sie sexuell missbraucht hat. Hughes hat den Mantel des Kindes im Auto ausgezogen. Daraus folgere ich, dass er die Absicht hatte, sie zu schänden. Die Staatsanwälte glauben, dass Melissa in die Eingangshalle gegangen ist, um Wasser zu trinken, während ihre Mutter sich verabschiedete. Dort hat Hughes sie entführt. Durch das Fenster im Abstellraum bringt er Melissa zum Auto und flieht. Im Auto zieht er Melissa die Skijacke aus.
Nur so können die blauen und roten Fasern auf dem Vordersitz hängen bleiben. Die drei Kaninchenhaare stammen von Tammy Brennans Pelzmantel, den Melissa wenige Sekunden vor ihrer Entführung auf der Schulter hatte. Bis heute ist ein Geheimnis, wohin der Täter dann Melissa Brennans Körper gebracht hat. Von seinen Sportschuhen bleibt Blut an den Pedalen und der Fußmatte hängen. Luminol enthüllt später auch Blutspuren am Lenkrad. Als Hughes zu Hause ankommt, wäscht er sofort seine Kleidungsstücke, um Beweismaterial zu vernichten. Er kratzt sogar die Blutreste von seinen Sportschuhen, bevor er sie mit der Kleidung wäscht. Doch die winzigen Fasern von Melissas Kleidung auf seinem Beifahrersitz konnte er nicht sehen und hat sie deshalb auch nicht entfernt. Caleb Hughes wird wegen Entführung und der Absicht zum Missbrauch von Melissa Brennan angeklagt. In allen Anklagepunkten wird er schuldig gesprochen und zur Höchststrafe von 50 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Das Verbrechen hat er nie gestanden. Die Suche nach Melissas Überresten ist bis heute nicht abgeschlossen. Im Jahr 1991 ereignet sich an diesem Weiher im ländlichen Connecticut ein schreckliches Verbrechen. Zwei Jungen werden geschlagen, gefesselt, ins Wasser geworfen und ihrem Schicksal überlassen. Der Weiher ist der einzige Zeuge. Sein Wasser liefert Beweise, die für das bloße Auge nicht zu erkennen sind. Waterford, Connecticut. Der Wasserspiegel der Stadt ist sehr hoch. Zahlreiche Weiher und Seen umgeben die Häuser. Zwei Jungen namens Steven und Bobby gehen zu ihrem Lieblingsplatz, dem Stenger Weiher, fischen. Wenig später nähern sich drei ältere Jungen, die sie nicht kennen. Völlig unerwartet zieht einer von ihnen ein Messer. Die beiden anderen reißen Steven und Bobby zu Boden. Steven versucht sich zu wehren, doch ein Kopftreffer mit einem Baseballschläger nimmt ihm das Bewusstsein. Den Jungen werden Hände und Füße mit einem Klebeband gefesselt. Die Münder werden zugeklebt. Im Weiher erhält Steven weitere Schläge und wird unter Wasser gedrückt. Bobby ergeht es genauso. Zum Glück sieht er den Schlag kommen, taucht unter und stellt sich bewusstlos. Die Angreifer werfen die Angelruten ins Wasser, stehlen die Fahrräder und flüchten. Bobby gelingt es, das Klebeband von Mund, Händen und Füßen abzureißen. Er schwimmt zu Steven und versucht, ihm zu helfen. Steven ist bewusstlos und schwer verletzt. Bobby trägt ihn eine Viertelmeile bis zum nächsten Haus. Eine Anwohnerin bemerkt die Jungen und alarmiert die Rettungskräfte. Steven wird in die Notaufnahme des Lawrence Memorial Hospital gebracht. Dr. John Urbanetti ist der behandelnde Arzt.
Ich habe zwar schon viele Menschen in so einem Zustand gesehen, doch keiner hatte so geringe Überlebenschancen wie er. Der Polizei stellen sich viele Fragen. Wer hat versucht, Steven und Bobby zu töten? Und warum? Detective Donald McCarthy werden die Ermittlungen übertragen. Währenddessen kämpft der 13-jährige Steven ums Überleben. Er hat schwere Kopfverletzungen erlitten. Einer der Ärzte erzählte einem meiner Beamten, dass er noch niemanden gesehen hat, der so schlimm getaucht wurde und dennoch lebt. Stevens Freund Bobby trotzt seinen Verletzungen und hilft. Ich finde die Geistesgegenwart bemerkenswert, sofort zum Freund zu schwimmen und ihn aus dem Wasser zu ziehen. Für mich besteht kein Zweifel, dass der ältere Junge gestorben wäre, hätte Bobby nicht das Klebeband entfernt und ihn aus dem Wasser gezogen. Als sie zur Tür kamen, bemerkte ich, dass er kleiner war als sein Freund und dennoch hat er ihn richtig getragen. Am Stenger Weiher sucht die Polizei nach Hinweisen. Doch es gibt Hindernisse, denn der Tatort ist ein Gewässer. Die Angelrute und die Ausrüstung wurden ins Wasser geworfen, um den Tatort zu säubern und um sie zu verstecken. Weil die Sachen im Wasser waren, finden wir normalerweise keine Fingerabdrücke. Der Baseballschläger wird am Gitter eines nahegelegenen Abwasserkanals gefunden. Er liefert keine Fingerabdrücke. Und auch Anhaltspunkte wie Haare oder Fasern wurden offensichtlich vom Wasser weggeschwemmt. Die Polizei spricht mit den Anwohnern des Stenger Weiher, um zu erfahren, ob sie etwas Ungewöhnliches bemerkt haben. Bei Susan Picardi hat am Tag des Überfalls ein unbekannter Teenager an der Tür geklingelt und um Hilfe gebeten. Als ich die Straße entlang ging, fühlte ich mich plötzlich unwohl. Darf ich hereinkommen und etwas essen? Er sagte, er fühle sich nicht wohl. Er sei Diabetiker und benötige Zucker, Orangensaft, ein Stück Schokolade oder Ähnliches. Er tat mir leid. So lud ich ihn ein. Mrs. Picardi gibt dem jungen Mann ein Glas Orangensaft. Nur wenige Minuten später fühlt er sich besser, bedankt sich und geht. Because I can call a doctor. No, I'm fine. Thanks. Als Mrs. Picardi später duschen will, sieht sie etwas Merkwürdiges in ihrem Badezimmerspiegel. Ich konnte von oben erkennen, was in meinem Hinterhof passierte. Ich sah zwei andere Jugendliche an der Ecke des Hofes, Teenager um die 16. Einen Rothaarigen und einen Afroamerikaner. Zu ihnen stößt der junge Mann, der zuvor bei Mrs. Picardi gewesen ist. Die Jungen haben einen hellgrünen Baseballschläger und Klebebandrollen bei sich. Ich geriet in Panik und wollte verhindern, dass sie mir etwas antun. Also schrie ich aus dem Fenster: Ihr geht besser, denn ihr plant irgendetwas. Wenn ihr irgendwelche Probleme macht, rufe ich die Polizei. Ihr geht besser. Susan Picardi kann eine genaue Beschreibung des Jungen geben, der in ihrem Haus gewesen ist. Mrs. Picardi erzählt uns zwei wichtige Dinge. Das eine, er trug eine Brille, die sie uns beschrieb. Und das andere war eine ungewöhnliche Narbe, eine U-förmige Narbe an seinem rechten Unterarm. Da die Täter zu Fuß waren, überprüft die Polizei die naheliegenden Wohnviertel rund um den Stenger Weiher. Wir haben Polizisten in diese Gegend geschickt, die anhand der Beschreibung des Verdächtigen die Leute in der Nachbarschaft befragten. Im Ergebnis konnten wir den Verdächtigen sofort identifizieren.
Der Gesuchte ist der 17-jährige Brian Davis. Er hat die von Susan Picardi beschriebene Narbe. Informanten aus der Nachbarschaft identifizieren seine Freunde, mit denen Davis oft zusammen ist. Einer ist der 17-jährige Christopher Green, der andere ist ein afroamerikanischer Jugendlicher, den wir aus rechtlichen Gründen Jason nennen. Alle drei passen auf die Beschreibung von Susan Picardi, leugnen jedoch, etwas mit dem Angriff zu tun zu haben. In Christopher Greens Haus findet die Polizei ein Messer, das auf Bobbys Beschreibung passt. Und im Keller finden die Ermittler ein paar nasse, schlammige Sportschuhe. Wir haben den Verdächtigen gefragt, warum die Sachen nass sind. Er versuchte es damit zu erklären, dass er durch Schlammpfützen gelaufen sei. Sobald er bemerkte, dass wir seine Aussage anzweifeln, begegnete er uns mit einer aggressiven Verteidigung. Meine Kleidungsstücke sind nass geworden, weil ich in Schlammpfützen gespielt habe. Stammt der Schlamm auf Greens Sportschuhen vom Stenger Weiher? Und wenn ja, wie können die Ermittler das beweisen? Währenddessen liegt der 13-jährige Steven schon seit über einer Woche auf der Intensivstation. Sein Zustand verbessert sich allmählich und die Ärzte finden keinen Hinweis auf bleibende Schäden. Glücklicherweise bekam er schnell Hilfe, sodass keine bleibenden Schäden im Gehirn entstanden. Aber während der Erholungsphase musste er intensiv betreut werden. Die Polizei verhaftet Brian Davis, Christopher Green und Jason. Alle drei leugnen weiterhin, etwas mit dem Überfall zu tun zu haben. Brian Davis und Jason sind nicht vorbestraft. Christopher Green hingegen hat schon mehrere leichte Delikte und kleinere Straftaten begangen. Die Polizei nimmt die Sportschuhe aus Greens Keller mit, weiß jedoch nicht, ob der Schlamm unter den Sohlen Beweise liefern kann. Wir hatten die Schuhe, wussten aber nicht, was wir damit anfangen sollten oder wer uns weiterhelfen könnte. Die Ermittler telefonieren wochenlang im ganzen Land herum, auf der Suche nach jemandem, der helfen könnte. Das FBI verweist sie auf einen Wissenschaftler vom nahegelegenen Connecticut College. Wir haben im ganzen Land gesucht und das Connecticut College ist gerade mal 5 Minuten entfernt. Dr. Peter Sive ist Limnologe und erforscht Binnengewässer und ihre Lebewesen. Der Wasserexperte soll herausfinden, ob der Schlamm von Greens Sportschuhen aus dem Stenger Weiher stammt. Er kratzt den Schlamm von den Schuhen und fügt eine Mischung aus Schwefelsäure und Kaliumdichromat hinzu. Die Lösung trennt den Schmutz von den Lebensformen, die im Wasser existiert haben. Eine Welt, die für das bloße Auge unsichtbar ist. In diesem kleinen Wassertropfen existieren hunderte verschiedener Organismen. Sie kommen in unterschiedlichen Mengen, Formen und Farben vor. Es existiert eine eigene Welt in diesem Wassertropfen. Dr. Sive findet Kieselalgen, winzige, einzellige Organismen. Kieselalgen erscheinen unter dem Mikroskop in einer sehr komplexen Struktur. Für Biologie-Oberrat Dr. Dietrich Inhülsen vom LKA in Hannover können diese mikroskopisch kleinen Wunder wichtige Informationen über Gewässer liefern. Kieselalgen gehören zu den Pflanzen. Sie betreiben Photosynthese und zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine verkieselte Außenstruktur haben. Diese ist widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen. Und dementsprechend ist diese Alge ideal für mikroskopische Untersuchungen. Jedes Gewässer beherbergt hunderte, wenn nicht sogar tausende von verschiedensten Kieselalgenarten. Doch können diese Miniaturkunstwerke der Polizei auch als Beweisstücke dienen?
Jason, Christopher Green und Brian Davis stehen unter Verdacht, zwei Jungen überfallen zu haben. In Greens Keller hat die Polizei matschige Sportschuhe sichergestellt. Aus dem Matsch haben Wissenschaftler Kieselalgen herausgelöst. Kieselalgen sind kleine einzellige Pflanzen, die in nahezu jedem Gewässer vorkommen. Besonders auffällig sind ihre außergewöhnlichen Strukturen. Meiner Meinung nach sind Kieselalgen richtige Kunstwerke. Kieselalgen können per Zellteilung gleiche Muster neu erstellen. Und diese Muster sind reich verziert. Sie sehen sehr kunstvoll aus. Kieselalgen haben aufgrund ihrer Quarzoberfläche typische regelmäßige Strukturen. Dazu zählen Gitter, dazu zählen Lochmuster, Querstrebungen und so weiter und sind deswegen mikroskopisch sehr gut zu erkennen. Kieselalgen sind aber nicht nur Kunstwerke, sondern können durch ihr charakteristisches und häufiges Auftreten auch als Beweis dienen. Kieselalgen kommen überwiegend in feuchten Medien vor. Dazu zählen zum einen Süßwasser wie Bäche, Seen, Flüsse und so weiter. Sie erscheinen aber auch im Meerwasser, im Atlantik, in der Nordsee. Sie kommen in Bodenproben vor. Sie werden teilweise auch durch die Luft verbreitet und sind mitunter auch im Trinkwasser nachzuweisen. Jedes Gewässer hat Hunderte, wenn nicht Tausende von Kieselalgenarten. Es hängt vom jeweiligen Gewässer ab, welche und wie viele Arten von Kieselalgen darin existieren. Deren Zusammensetzung ist dann aber wie der Fingerabdruck eines Gewässers. Die Population von Kieselalgen ist sehr unterschiedlich. Man kann fast sagen, dass jedes Gewässer eine für sich eigenspezifische Zusammensetzung an Diatomeen, an Kieselalgen hat. Dr. Siver findet sehr viele Kieselalgen der Art Eunotia auf den Sportschuhen. Kennzeichen der Eunotia ist die Halbmondform ihrer Glashülle. An den Sportschuhen des Verdächtigen befinden sich in ungewöhnlich hoher Konzentration drei Arten der Eunotia. Und Dr. Siver findet einen weiteren Hinweis, die sogenannte schuppige Goldalge. Goldalgen sind mit Kieselalgen verwandt, können jedoch selbsttätig schwimmen. Goldalgen gehören zum Plankton des Süßwassers. Es sind sehr kleine Algen, die beweglich sind durch Geißeln. Das sind kleine Flimmerhärchen, die sich an der Außenhaut dieser Algen befinden. In dem Schlamm befindet sich nur eine Goldalgengattung, die Malomonas caudata. Bei der Untersuchung der Wasserproben vom Stenger Weiher findet Dr. Siver eine hohe Konzentration an Eunotia und dieselbe Goldalgenart. Der mikroskopische Fingerabdruck vom Stenger Weiher stimmt mit der Probe von Christopher Greens Sportschuhen überein. Das ist der Durchbruch, auf den die Polizei gehofft hat. Wir haben herausgefunden, dass es immer einen Wissenschaftler gibt, der helfen kann, auch wenn es vielleicht verrückt klingt. Und wenn du etwas schaffen möchtest, gibt es immer jemanden, der dir zuhört. Christopher Green, Brian Davis und Jason werden verhaftet und des Überfalls und versuchten Mordes angeklagt. Ich glaube, das Beweismaterial in diesem Fall war überwältigend. Die Kieselalgen, die Beweise aus dem Weiher waren einfach beeindruckend. Ich glaube, das haben auch die Verteidiger erkannt. Die Ermittlungen haben ergeben, dass sich Schlamm an Christopher Greens Schuhen festsetzte, als er zu seinem Opfer ins Wasser stieg. Dieser Matsch enthält Kieselalgen, den mikroskopisch kleinen Fingerabdruck vom Stenger Weiher und bringen Christopher Green eindeutig mit dem Tatort in Verbindung. Für mich war das einzigartig und ungewöhnlich, denn so etwas liest man normalerweise nicht in Lehrbüchern. Obwohl die Fahrräder von Steven und Bobby gestohlen wurden, glauben die Staatsanwälte nicht an Raub als Motiv.
Ich bin überzeugt, dass die drei Jungs sich eine Aufgabe gestellt hatten. Das Verhör nach ihrer Verhaftung ergab, dass sie jemanden umbringen wollten. Kein Zweifel. Die Polizei glaubt, dass eigentlich Susan Picardi das anvisierte Opfer gewesen ist. Brian Davis ist kein Diabetiker, wie behauptet. Er benutzte diesen Vorwand nur, um ins Haus zu gelangen. Das spätere Treffen im Hinterhof diente womöglich der Planung eines Überfalls. Meine Alarmglocke ging an, als ich die zwei Jungen in der Ecke meines Hofes sah. Ich konnte mir denken, was passiert, und war gewarnt. Nach dem Blick in den Spiegel ruft Susan Picardi die Polizei. Oft denkt sie an den Tag zurück, wie knapp sie einer großen Gefahr entkommen ist. Man kann es als sechsten Sinn bezeichnen. Der Spiegel war in der richtigen Position und auch die Jungs waren es. Es war sozusagen vorherbestimmt, dass ich sie sehe und anhand ihrer Körpersprache verstehe, dass etwas nicht in Ordnung ist. Die Polizei stellt fest, dass Christopher Green, der als einziger eine kriminelle Vergangenheit besitzt, die Überfälle geplant hat. Christopher Green war wahrscheinlich der Drahtzieher. Er hat den Schläger und das Klebeband mitgebracht. Er hat die beiden Opfer geschlagen. Und er war derjenige, der die Anweisungen gegeben hat. Brian Davis und Christopher Green werden nach Erwachsenenstrafrecht zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihr 16-jähriger Komplize Jason hat das Verbrechen zwei Wochen vor seinem 17. Geburtstag begangen. Das Jugendgericht macht ihm den Prozess und verurteilt ihn zu einer Haftstrafe in einer Anstalt für junge Rechtsbrecher. Er ist inzwischen entlassen. Die mikroskopisch kleinen Kieselalgen von Christopher Greens Sportschuhen in ihrer prachtvollen Erscheinung brachten den entscheidenden Hinweis auf die Täter. Für die Polizei von Waterford, aber auch weltweit, wurde dieser Fall zum Präzedenzfall. Zum ersten Mal wurde Beweismaterial aus einem Gewässer benutzt, nämlich Kieselalgen, um einen Verdächtigen mit dem Tatort zu verknüpfen. Wir fanden heraus, dass dies noch nie zuvor genutzt wurde. Schön, dass man es dennoch versucht hat. Das war der Schlüssel für uns. Kurz nach diesem Fall haben die Behörden in der Schweiz den Mord eines Jungen mit Hilfe von Kieselalgen gelöst. Der Junge wurde ertränkt. Die Kieselalgenart in der Lunge des Opfers wurde später auf dem Gaspedal im Auto des Verdächtigen gefunden. Beide Fälle wurden gelöst, weil Polizisten den Verdacht hatten, dass Schlamm unter einem Schuh Verdächtige mit einem Verbrechen in Verbindung bringen kann. Ich wünsche mir, dass sich auch altmodische und harte Polizisten nicht zufrieden geben, sondern die Wissenschaft nutzen, die einem zur Verfügung steht. Sonst können wir gleich aufgeben. Viele Ideen von McCarthy fanden wir ungewöhnlich. Doch in 9 von 10 Fällen hatte er recht. Eigentlich zu 99,8%. Kieselalgen brachten die Ermittler auf die Spur der Täter. Das Motiv der drei bleibt aber weiter unklar. Als zwei junge Frauen einem seltsamen Geräusch außerhalb ihres Hauses nachgehen, wird eine mit Waffengewalt entführt. Doch das Opfer weiß, dass es Spuren am Auto ihres Entführers hinterlassen muss. Die zurückgelassenen Spuren und die Erinnerung an Details führt die Polizei direkt vor die Haustür des Täters. Die Gemeinde Jackson liegt nördlich von Canton, Ohio. In der Gegend wohnen viele wohlhabende Leute.
Der größte Teil der Region ist jedoch nicht erschlossen, vor allem entlang des Erie-Kanals. Es gibt viel Vieh in der Gegend. Wir werden oft gerufen, wenn Kühe oder anderes Vieh auf der Straße ist. Die Familie McKernan wohnt nur zwei Häuserblöcke vom Kanal entfernt. Die 18-jährige Stephanie McKernan wohnt mit ihrem Ehemann Jamie und seiner 18-jährigen Schwester Megan zusammen. Ja, 6. Mai 2000, Samstagnacht. Stephanie und Megan werden unterwegs von zwei Männern in einem Pickup-Truck angesprochen. Einer fragte, ob wir Singles wären und wie alt wir sind. Wir sagten beide, dass wir nicht zu haben sind. Die Männer sind höflich und fahren weiter, als sie abgewiesen werden. Ein paar Stunden später, die beiden Frauen sind zu Hause, hören sie von draußen ein merkwürdiges Geräusch. Megan schnappt sich eine Taschenlampe, Stephanie eine Sprühdose. Beide gehen raus, um nachzusehen. Sie treffen auf einen Mann mit einem Gewehr. Er gibt sich als Polizist aus und fordert die Mädchen auf, in seinen Pickup zu steigen. Und wir sagten nein. Dann richtete er das Gewehr auf unsere Gesichter und fragte mehrmals, wollt ihr sterben? Im folgenden Handgemenge schlägt der Mann Stephanie mit seinem Gewehr. Mit der Taschenlampe wehrt Megan sich und schlägt sie dem Angreifer ins Gesicht. Daraufhin nimmt der Täter Megan, schleppt sie in seinen Pickup-Truck und entführt sie. Als Stephanie zu Bewusstsein kommt, ruft sie die Polizei. Mein Gott, sie ist weg! Megan! Ich muss meinen Mann holen! Ihren Bruder! Haben Sie das Nummernschild gesehen? Nein, ich weiß aber, der Pickup-Truck hatte ein Verdeck. Ich glaube, es war blau. Als die Polizei kommt, ist Stephanie hysterisch und nicht in der Lage, viel über den Tathergang zu erzählen. Die Beamten sind skeptisch, da die McKernans schon oft Probleme mit der Polizei hatten. Sie rasen ständig mit ihren Motorrädern die Straßen auf und ab. Die haben immer Party. Es ist immer was los. Ständig müssen wir herkommen. Es musste mehr dahinter stecken. Doch am Tatort gibt es Beweise, die Stephanies Geschichte bestätigen. Die Beamten finden Megans Sweatshirt, Sandalen und Zubehör von einem Gewehr. Und sie entdecken Schuhabdrücke, die vom vermeintlichen Angreifer stammen können. Am Ende der Auffahrt entdeckt die Polizei Reifenspuren und in der Nähe der Straße einen violetten Handschuh und einen Eiskratzer. Ich war besorgt. Ich kannte Megan und ihre Familie. Ich fürchtete, dass wir sie irgendwo treibend im Wasser finden. Und je länger wir warteten, desto eher würden meine Befürchtungen eintreten. In den nächsten Stunden suchen Megans Familie und die Polizei alle Straßen und Parkplätze von Jackson ab. Doch Megan ist nirgends zu finden. Es war offensichtlich jemand, den Megan nicht kannte, der ihr nicht vertraut war. Eine ernste Sache. Während Ermittler Megans Familie und Freunde verhören, bewacht ein Beamter den Tatort. Plötzlich sieht er, wie eine Frau auf ihn zuläuft. Es ist Megan McKernan. Ihre ersten Worte waren, ich wurde vergewaltigt. Trotz der Misshandlungen hat Megan Glück, denn sie hat die zweistündige Qual überlebt.
Eine Stunde zuvor haben wir sie im Straßengraben gesucht und plötzlich rannte sie auf mich zu. Ein glücklicher Moment. Megan kommt ins nächste Krankenhaus, in dem Spezialisten Vergewaltigungsopfer behandeln und vorhandenes Beweismaterial sichern. Krankenschwestern sammeln Spuren und dokumentieren sie. Auch die blutbefleckten Kleidungsstücke werden gesichert. Die Polizei fotografiert die Kratzer in Megans Gesicht sowie auf ihrem Rücken und auf den Armen. Sie hat alles getan, um zu überleben. Und das ist eine besondere Leistung. Megan erzählt der Polizei, dass der Täter nach Boyd's Corner gefahren sei, eine abgelegene Stelle circa 5 Meilen von ihrem Haus entfernt. Dort habe er sie im Truck missbraucht. Ich habe versucht, ihn herunterzustoßen, aber er hielt mit einem Arm meine Hände fest. Mit seinem anderen Arm stützte er sich auf den Sitz. Er sagte, er wolle ein Mädchen wie mich. Er wolle ein Mädchen wie mich heiraten und ich sei hübsch und es täte ihm leid, mich geschlagen zu haben. Megan bittet den Mann, sie gehen zu lassen. Er sagte, er wolle mich nicht ohne Schuhe gehen lassen und es sei zu weit bis nach Hause. Stattdessen bietet er ihr an, sie nach Hause zu fahren. Sie hat ihm den besseren Weg zurückgezeigt. Es gab 2 Möglichkeiten und sie sagte, fahr nicht da lang, fahr diesen Weg, er ist schneller. In der Nähe des Hauses lässt er Megan gehen. Das Mädchen kann sich an viele Details des Täters und seines Pickup-Trucks erinnern. Sie sagt aus, der Truck sei ein blauer Chevy S10 mit einem dunklen Heckaufbau gewesen. Am Rückspiegel habe ein Duftspender in Form der Comicfigur Tweety gehangen. Das Interieur sei schlammig gewesen und die Sitzbank habe Löcher gehabt. Megan erinnert sich, am Truck Halt gesucht zu haben, um sich gegen ihren Angreifer zu wehren. Sie wollte unbedingt eine Art Visitenkarte hinterlassen, um zu beweisen, dass sie dort gewesen ist und sich der Vorfall ereignet hat, auch wenn sie nicht überlebt. Zudem vermutet Megan eine Delle am Heck des Fahrzeugs. Als wir fuhren, drehte er und fuhr rückwärts gegen eine Leitplanke. Megan beschreibt den Täter als einen stämmigen, blonden Mann mit stechend blauen Augen, ungefähr 1,90 Meter groß. Zwischen seinen Augenbrauen sei ein Kratzer, verursacht durch Megans Schlag mit der Taschenlampe. Sie hielt ihre Augen offen, sah ihm ins Gesicht und auf den Körper. So konnte sie Stellen beschreiben, die ein Fremder normalerweise nicht kennen kann. Spurensicherer vermessen und fotografieren die Schuh- und Reifenabdrücke vor dem Haus der McKernans. Die meisten Schuhabdrücke stammen von den Hausbewohnern. Doch es gibt auch nicht identifizierte Abdrücke, die vermutlich vom Täter sind. In Boyd's Corner findet die Polizei weitere Reifenabdrücke sowie Kratzspuren an einer Leitplanke. Boyd's Corner ist eine abgeschiedene Gegend an einer verlassenen Straße, die in eine Sackgasse führt. Da Boyd's Corner als Treffpunkt für Teenager gilt, vermutet die Polizei, dass der Täter die Gegend kennt. Und der Gebrauch einer Waffe weist in diesem Fall auf einen erfahrenen Täter hin. Wir wollten sicherstellen, dass die Person kein weiteres Opfer mehr überfällt. Also sorgten wir dafür, dass die Gemeinde informiert wurde. Die Polizei bittet die Gemeinde um Mithilfe. 3 Tage nach dem Überfall erscheint ein Zeitungsartikel mit der Täter- und Fahrzeugbeschreibung, verbunden mit einem Aufruf an die Bevölkerung. Noch am selben Tag erhält die Polizei einen anonymen Anruf. Good.
Doch dann entdecken die Beamten den Tweety-Duftspender am Rückspiegel. Und hinter dem Vordersitz befindet sich ein Gewehr, das der Beschreibung des Mädchens entspricht. Spurensicherer suchen am Truck nach Fingerabdrücken und finden welche an der Beifahrertür. Fingerabdrücke sichern gehört zur kriminalistischen Routinearbeit. Horst Scharfscheer besitzt langjährige Erfahrung durch seine Tätigkeit beim Erkennungsdienst der Kripo Köln. Das Charakteristische an den Fingerabdrücken ist nun einmal die Einmaligkeit und die natürliche Unveränderlichkeit. Und das ist das etwas Außergewöhnliches. Einmalig, weil jeder Mensch, egal welcher Couleur, selbst auch eineigige Zwillinge, unterschiedliche Papillarleisten, Muster haben. Zum Sichtbarmachen der Fingerabdrücke wird Abdruckpulver aufgetragen. Mit einer Klebefolie wird der Abdruck danach für die Auswertung gesichert. Im Entführungsfall Megan sicherten die Ermittler verwischte Abdrücke, die Rückschlüsse auf ein gewalttätiges Entstehen der Abdrücke zulassen. Solche Wischspuren, solche ziehenden Spuren von Fingern deuten darauf hin, dass man, also kann auch möglich sein, im speziellen Falle, dass man sich festhält und dann mit Gewalt weitergezogen wird. Die Ermittler überprüfen die vom Auto genommenen Fingerabdrücke mit denen von Megan und müssen dabei auf viele Details achten. Eine Fingerspur weist natürlich Papillarleistengebilde auf. Dieses Bild wird klassifiziert. Es gibt unterschiedliche Muster, wie ein Schleifenmuster, Bogenmuster, Wirbel, U-Muster. So kann man schon eine Fingerspur unterteilen, klassifizieren. Die Auswertung ergibt, dass Megans Fingerabdrücke die gleichen Muster aufweisen wie die gefundenen Abdrücke auf dem Truck. Diese Fingerabdrücke sind von Megan McKernans rechtem Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleinem Finger. Zusätzlich beschlagnahmt die Polizei ein paar Stiefel. Eine Überprüfung soll ergeben, ob von ihnen die Schuhabdrücke am Tatort stammen. Individuelle Merkmale, eine Schuhsohle, kommen einmal durch die Abnutzungserscheinungen vor, dann durch die Gangart, Fehlverhalten beim Gehen, dass man also rechts mehr auftritt oder nach innen geht, dass man mit der Zehe, mit dem Vorderfuß aufkommt oder mit der Ferse, auch schlürfendes Gehen, das macht sich alles bemerkbar oder sichtbar auf dem Originalschuh, den man dann jetzt wieder vergleichen kann mit der Spur. Auch Gegenstände wie Steine oder Glasscherben, auf die man tritt, formen einen Schuhabdruck und geben ihm ein individuelles Muster. Die Spurensicherer geben Fingerabdruckpuder auf die Sohle und nehmen dann mit Hilfe eines Klebepapiers einen Abdruck. Es folgt ein Vergleich von Größe, Form und besonderen Merkmalen mit den Schuhabdrücken vom Tatort. Und sie stimmen überein. Auch Reifen haben unterschiedliche Merkmale. Ein Vergleich der Reifenabdrücke vom Tatort mit denen von Baileys Truck bringt erneut eine Übereinstimmung. Am Tatort wurde ein Handschuh hinterlassen. Das Gegenstück dazu war im Wagen. Der Truck gehört Douglas Bailey, die Schuhe aber nicht. Sie gehören seinem 28-jährigen Sohn Craig, der erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er hatte wegen Einbruch eine Gefängnisstrafe von 25 Jahren bekommen, wovon er 7 Jahre verbüßt hat. Douglas Bailey ist keineswegs überrascht, dass sein Sohn erneut in Schwierigkeiten steckt. Craig Bailey nimmt am Treffen der anonymen Alkoholiker teil.
Jemand kam zu uns und sagte, übrigens, Craig ist bei der Selbsthilfegruppe, da könnt ihr ihn kriegen. Und dort findet ihn die Polizei auch. Wortlos drehte er sich um und legte seine Hände auf den Rücken. Wir legten ihm Handschellen an und nahmen ihn mit. Er sagte nichts und fragte auch nicht, warum wir ihn festnehmen. Ich glaube, so verhält sich nur jemand, der ein Verbrechen begangen hat und schuldig ist. Nur wenig später findet die Polizei heraus, dass Craigs Vater der anonyme Anrufer gewesen ist. Megans Beschreibung vom Täter passt genau auf Craig Bailey. Sogar der sichelförmige Einschnitt zwischen den Augenbrauen stimmt. Megan wählte Craig Bailey aus einer Bilderreihe von 6 Personen. Sie identifizierte den Täter ohne Zögern. Craig Bailey erzählt der Polizei, dass er und sein Vater unterwegs ins Kino waren, als sie Megan und Stephanie trafen. Später lässt er seinen Vater zu Hause aussteigen und sagt, dass er noch ein paar Freunde treffen wolle. Doug Bailey wusste nicht, dass sein Sohn zum Haus der Mädchen fahren wollte. Obwohl es überzeugende Beweise gegen Craig Bailey gibt, lehnt er eine Verfahrensabsprache ab und bekennt sich in der Voruntersuchung nicht schuldig. Die Staatsanwaltschaft arbeitet derweil daran, die Anklage gegen Bailey zu festigen. Gerichtsmediziner untersuchen die kurz nach Megans Vergewaltigung gesicherten Spuren mit einer Chemikalie namens Brentimin. Solche Substanzen werden eingesetzt, um das Vorhandensein von verwertbaren Spuren nachzuweisen. Carsten Proff ist Experte für DNA-Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin in Köln. Es handelt sich dabei um eine spezifische Nachweissubstanz, mit der man biologische Inhaltsstoffe in Spermasekret nachweisen kann. Bringt man diese Substanz mit Sperma oder Spermaspuren in Verbindung, gibt es dabei eine Farbreaktion. In diesem Fall ist es zum Beispiel violett. Der Nachweis gelingt. Mit einer weiteren Substanz testen die Wissenschaftler das Vorkommen von Speichel. Mit dieser Nachweissubstanz ist man in der Lage, ein spezifisches Enzym in dem Speichel nachzuweisen. Es handelt sich dabei um die Amylase, die normalerweise bei der Verdauung dazu benutzt wird, Stärke zu spalten. Auch hier, wenn man hier diese Substanz auf den Speichel auftritt, gibt es eine Farbreaktion. Die Probe verfärbt sich dunkelblau. Der Beweis, dass Speichel vorhanden ist. Diese Proben werden einem DQ-Alpha-DNA-Test unterzogen. Teststreifen analysieren 6 spezifische Stellen auf dem DNA-Strang. Craig Baileys DNA stimmt mit der des Samens und des Speichels von Megans Vergewaltigung überein. Nur einer von 3000 Menschen hat dieses DNA-Profil. Vorausgesetzt, alle Personen sind kaukasischer Rasse. Und zuletzt stimmt auch ein Blutfleck aus Baileys Truck mit Megans DNA überein. Es gab einen Berg an Beweisen, die zeigen und auch belegen, dass er den Überfall, die Entführung und auch die Vergewaltigung begangen hat. Megans Blut im Truck sowie ihre verwischten Fingerabdrücke beweisen den Geschworenen, dass sie mit Gewalt gezwungen wurde, in den Wagen einzusteigen. Das forensische Beweismaterial war das i-Tüpfelchen. Es gelang somit, den Verdächtigen mit Tatort und Opfer in Verbindung zu bringen. Craig Bailey wird wegen Entführung, Vergewaltigung und verbrecherischen Überfalls angeklagt. Er wird zu einer Gefängnisstrafe von 46 Jahren verurteilt. Da Bailey während des Verbrechens auf Bewährung war, enthält die Strafe 18 Jahre des vorangegangenen Vergehens. Er zeigte keine Verärgerung und keine Ungläubigkeit. Ich glaube, wenn er rauskommt, ist er ungefähr 81 Jahre alt.
Wenn Megan nicht gewesen wäre, hätte es kein Urteil gegeben. Ein ehrgeiziger Anwalt hätte den Fall anders aufgezogen und das Verbrechen in Frage gestellt. Vielleicht hatte Megan ihn gebeten, zurückzukommen. Da hätten die Geschworenen schon ihre Zweifel bekommen. Aber mit ihrer Artikulation, ihrer Überzeugungskraft und ihrem Überlebenswillen hat sie den Fall entschieden. Die Ermittler loben Megan McKernans schnelle Auffassungsgabe und ihr erstaunliches Erinnerungsvermögen. Lasst alles zurück, was möglich ist. Zerrissene Kleidungsstücke, Haare, Fingernägel. Verlasst nie den Tatort, ohne etwas zu hinterlassen. Denn falls wir was finden, ist es vielleicht das, was ihr zurückgelassen habt. Dr. Robert Van Hook und seine Kollegen glauben, dass es sich um ein seltenes Gift handeln könnte, das bei normalen Labortests nicht überprüft wird. Ein Spezialtest bestätigt die Vermutung einer Talliumvergiftung. Thallium ist ein hochgiftiges Metall, das bis 1972 als Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt wurde. Professor Thomas Daldrup kennt die besonderen Tücken dieses Giftes. Wenn es nicht bekannt ist, dass Thallium aufgenommen wurde, ist es fast unmöglich, in den Anfangsphasen allein aufgrund der Symptomatik auf Thallium zu kommen. In der Regel ist der erste Verdacht einer Thalliumvergiftung tritt erst dann auf, wenn plötzlich die Haare, die Kopfhaare beispielsweise, aber auch alle anderen Körperhaare massiv ausfallen. Wenn Thallium in den Körper eindringt, greift es Nervenenden und Muskeln an und tötet diese ab. Dabei kann es zu Wahnsinn, Lähmung, Koma oder sogar zum Tod kommen. Die ersten Symptome einer Thalliumvergiftung sind Übelkeit und Erbrechen. Wenn die Dosis sehr hoch war, kommt es eigentlich auch am selben Tag, also noch zeitnah auch zu schweren Herzschäden und damit kann auch der Herztod eintreten. Vielfach ist aber die Dosis, die eingenommen wird, nicht so hoch, dass ein schneller Tod eintritt. Dann kommt es nach diesen erst lokalen Symptomen des Magen-Darm-Traktes dann oft erst nach Tagen zu Veränderungen der Psyche, zu Nervenschädigungen und eben halt auch zu Herzschädigungen. Tests ergeben, dass das Thallium in Peggys Körper 50-fach höher dosiert ist als maximal verträglich. Es gibt kein bekanntes Heilmittel oder Gegengift. Nach wenigen Tagen werden auch Peggys Stiefsohn Travis und ihr leiblicher Sohn Dwayne mit einer Thalliumvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Es fühlt sich so an, als ob man mit nackten Füßen auf 1000 Nägel tritt.
Ein starker, dauerhafter Schmerz. Wie konnten sich Peggy und die Jungen mit Thallium vergiften? War es ein Unfall oder wollte sie jemand umbringen? Peggys Zustand verschlechtert sich. Nachdem ihr alle Haare ausgefallen sind, fällt sie ins Koma. Gesundheitsbeamte suchen verzweifelt nach der Herkunft des Thalliums. Sie überprüfen, ob die Orangenbäume am Haus der Cars mit Thallium besprüht wurden und testen die Trinkwasserquellen in der Gegend. Doch nirgends wird Thallium gefunden. Weiterhin werden Luft- und Staubproben im Haus der Cars genommen und über 400 Gegenstände zur Untersuchung ins Labor geschickt. Freunde erzählen der Polizei, die Familie hätte vor einigen Monaten einen anonymen Drohbrief erhalten. Er war an Pai K. gerichtet, wobei der Name Pai falsch geschrieben war. Du und deine sogenannte Familie habt 2 Wochen Zeit, um aus Florida zu verschwinden. Wenn nicht, werdet ihr alle sterben. Das ist kein Witz. Die Polizei hat Pai K. in Verdacht. Er hat den Drohbrief nicht erwähnt und ein außereheliches Verhältnis. Zudem war er nicht da, als Peggy krank wurde und zögerte später, sie ins Krankenhaus einzuliefern. Wir haben tief in Pai K.'s Vergangenheit gewühlt, seine Freunde, Familie und Arbeitgeber überprüft und seine Bankkonten und Versicherungsverträge. Eben alles, was ihn dazu veranlassen könnte, seine Frau zu vergiften. Wir dachten, dass Pai etwas damit zu tun hat. Er verhielt sich merkwürdig und geheimnisvoll. So, als ob er etwas zu verbergen hätte. Pfarrer Bob Grant hat Pai und Peggy vermählt. Ich hörte die Gerüchte, dass er etwas damit zu tun hat. Deshalb legte ich meinen Arm um seine Schultern und sagte, Pai, du weißt, dass ich nicht so denke. Zerbrich dir nicht den Kopf, befreie dich davon. Doch das schien seinen Kummer nur noch zu vergrößern. Alle Familienmitglieder unterziehen sich vorsorglich einem Thallium-Test. Die Ergebnisse sind überraschend. Peggys Tochter Sissy und ihr Kind Casey haben ebenfalls Thallium im Körper, genauso wie Pai. Die einzige aus der Familie, bei der man kein Thallium findet, ist Pais Tochter Tammy. Als das Labor die Gegenstände aus Cars Haus untersucht, wird endlich klar, woher das Thallium stammt. Aus ein paar leeren Getränkeflaschen. Ich erhielt einen Anruf aus dem Jacksonville-Labor. Mit einem spezifischen Test hatten sie herausgefunden, dass 3 leere Cola-Flaschen unterschiedliche Mengen an Thallium enthielten. Die Polizei findet in Cars Haus noch 3 volle Cola-Flaschen. Diese werden sofort zur Untersuchung an das FBI-Labor in Washington geschickt. Die Farbe der Cola war ganz normal. Äußerlich konnte ich nicht erkennen, ob daran herumgepfuscht worden war. Die Flaschen wurden in Tampa, Florida, abgefüllt. Auch andere Flaschen aus derselben Produktion werden überprüft. Sie sind aber völlig in Ordnung. Auf den vollen Cola-Flaschen aus Cars Haus findet das FBI keine Fingerabdrücke. Aber unter einem Elektronenmikroskop mit 100-facher Vergrößerung entdeckt das FBI winzige Kratzspuren an den Verschlusskappen. Ein Hinweis, dass sie vorsichtig entfernt wurden. Bei einem Verfahren namens Flammenatomabsorptionsspektroskopie verfärbt sich die Flamme grünlich. Ein Hinweis darauf, dass sie Thallium enthält. Tests ergeben zudem, dass jede Flasche mehr als 1 Gramm Thallium enthält. Das reicht, um einen Erwachsenen zu töten. Diese Thallium-Mischung ist speziell, denn normalerweise lässt die Zugabe von Thallium Getränke übersprudeln, verfärbt diese und bildet Satz auf dem Flaschenboden. Doch diese Mischung löst keine dieser Reaktionen aus.
Wissenschaftler brauchen Monate, um eine identische Mischung zu erzeugen. Für das FBI ist offensichtlich, dass hier kein Amateur am Werk war. Die Person, die den Giftanschlag verübt hat, muss differenzierte Chemiekenntnisse haben und weiß, wie man Verschlusskappen professionell entfernt und wieder anbringt. Der Täter muss intelligent sein und wird für die Ermittler schwer zu überführen sein. Als Peggy Carr ins Koma fällt, sehen die Ärzte kaum Chancen, sie zu retten. Ihr Sohn und ihr Stiefsohn sind ebenfalls ernsthaft vergiftet, befinden sich aber auf dem Weg der Besserung. Pies Tochter Tammy ist die einzige in der Familie, die keine Thalliumvergiftung hat. Sie behauptet, nichts von der Cola genommen zu haben, da sie nur Diätprodukte trinkt. Da auch in Pies Körper Thallium gefunden wird, ist er nicht länger verdächtig. Ohne einen weiteren Verdächtigen wird das FBI gebeten, ein psychologisches Profil des Giftmörders zu erstellen. Für uns sind das Morde aus persönlichen Gründen. Das ist häufig so. Es gibt eine starke persönliche Motivation für den Mord. Oft besteht eine enge Verbindung zwischen Täter und Opfer. Der Profiler vermutet, der Giftmörder sei sehr intelligent. Ein Weißer in den 30ern, der Konflikte ohne direkte Konfrontation mit seinem Gegenüber löst. Er liest gerne über Mordfälle, schaut sich gewalttätige Filme an und fantasiert über das Morden. Es ist ein eher passiver Typ und ein feiges Verbrechen. Er braucht seinem Opfer nicht in die Augen zu schauen. Er hat eine ähnliche Persönlichkeit wie ein Bombenleger. Das FBI rät der Polizei, die Nachbarn zu verhören, denn sie vermuten, der Täter kennt den Lebensrhythmus seiner Opfer. Nur so konnte die vergiftete Cola unbemerkt ins Haus kommen. Die einzigen Nachbarn sind Dr. Diana Carr, die jedoch nicht mit den Carrs verwandt ist, und ihr Mann George Treeple. Diana Carr ist Magister der Chemie, Medizinerin und ausgebildete orthopädische Chirurgin. Ihr Mann George ist freiberuflicher Autor für eine Computerzeitschrift. Beide sind hochintelligent und Mitglieder der Mensa, einer Organisation für Höchstbegabte, der nur 2% der Bevölkerung angehören. Diana Carr und Peggy hatten eine Woche vor Peggys Vergiftung einen heftigen Streit. Sie fluchte über meine beiden Brüder, weil sie im Garten Musik hörten. Sie sollten die Musik ausschalten. Meine Mutter hatte genug, weil sie nur schrie und fluchte. Sie ging mit den Worten, sie hätte ihr nichts mehr zu sagen. Sie wurde sehr wütend, drehte sich um und ging in ihr Haus. Sie sagte, das ist noch nicht vorbei. Als die Polizei George Treeple fragt, warum jemand Peggy Carr und ihre Familie vergiften würde, antwortet er, damit sie hier verschwinden. Diese spontane Antwort des Nachbarn erinnert an einen Satz in dem Drohbrief, den Pai Carr vor einigen Monaten erhalten hat. Da der Brief nicht publik gemacht wurde, kennen nur die Familie, die Polizei und der Täter den Inhalt. Das Schreiben fordert die Carrs auf, Florida zu verlassen. George Treeple ist vorbestraft. Mitte der 70er Jahre wurde er wegen des Betreibens eines illegalen Amphetaminlabors verhaftet. Die Drogenfahnder bezeichneten ihn damals als den cleversten Chemiker weit und breit. Am 3. März 1989 stirbt Peggy Carr, 4 Monate nach ihrer Vergiftung. Nun gab es einen Mordfall. Der Sheriff beauftragt die Agentin Susan Gorick mit diesem Fall. Sie soll sich als verdeckte Ermittlerin in die Mensa-Gruppe einschmuggeln, der George Treeple und Diana Carr angehören. Eine Erfahrung, die sie in ihrem Bestseller Poison Mind beschreibt. Unter einem Decknamen nimmt Susan Gorick an einem Mensa-Murder-Mystery-Wochenende teil. Die Veranstaltung über mysteriöse Morde wird von George und Diana geleitet. B
Vor dem Wochenende sprach ich mit den FBI-Beamten aus der Abteilung Verhaltensforschung ab, welche Personen und welches Verhalten ich George Treple vorspielen sollte. Die Teilnehmer bekommen auf der Veranstaltung Unterlagen über Mordszenarien, die George Treple zusammengestellt hat. Eins handelt von einem Giftmord. Voodoo-Anhänger glauben, dass psychische Beschwörung töten kann, aber keiner zweifelt, dass Vergiften tödlich ist. Auch andere Unterlagen der Veranstaltung weisen Parallelen zu dem Mordfall auf. Bei einer schriftlichen Morddrohung vor der Haustür werfen vorsichtige Menschen ihre Lebensmittel weg und passen auf, was sie essen. Meistens ist so etwas eine Drohung, die besagt, ich mag dich nicht, verschwinde von hier. Im Anschluss an das Wochenende nähert sich Susan Gorick George Treple. Er ist sehr intelligent, vielleicht etwas exzentrisch. Viele würden ihn als seltsam bezeichnen. Da ich viel Zeit mit ihm verbracht habe, konnte ich ihn näher kennenlernen. Er ist sehr nett und hat seine guten Seiten, aber ich habe auch sehr teuflische Seiten gesehen. In ihrer Rolle als Undercover-Agentin ist Susan Gorick ständig im Einsatz. Sie trifft Treple mehrmals, in der Hoffnung, einen Hinweis auf seine Verwicklung in den Giftmord zu bekommen. Sie schafft es, sein Vertrauen zu gewinnen. Ein Jahr nach Peggy Carrs Tod ziehen George und seine Frau Diana um. Sie vermieten ihr altes Haus an Georges neue Freundin Susan Gorick. Sie zieht bereits ein, bevor das Paar alle Sachen ausgeräumt hat. Und mit ihr kommen die Ermittler der Mordkommission. Ich habe Tatortspezialisten und andere Beamte mitgebracht und wir durchsuchten das komplette Haus. Auch der Werkstattschuppen von Treple wird durchsucht. Wir schickten alles aus seinem Schuppen zur Untersuchung an das FBI-Labor. In einem der Fläschchen entdeckt das FBI Thallium. Von allem, was wir fanden, war dies das einzig wirklich handfeste Beweismittel. So ein Verbrechen ist nicht wie eine Schießerei, bei der man nach einer Waffe und Kugeln sucht. Oder wie eine Messerstecherei, wo das Messer wichtig ist. Ein Giftmord ist etwas völlig anderes. Anschließend durchsucht die Polizei das neue Haus der Treples. Sie finden einen Schnellhefter mit gesammelten Vergiftungsanleitungen. Ein Artikel behandelt Tod durch Gift. Ein anderer beschreibt die Verwendung und Wirkung von Thallium. George Treple wird wegen Mordes an Peggy Carr und versuchten Mordes an der gesamten Familie verhaftet. Die Polizei glaubt, er sei wegen der lärmenden Kinder wütend auf die Familie gewesen. Als der Drohbrief keine Wirkung zeigt, wendet Treple sich einer effektiveren Methode zu. Er besorgt sich ein paar Cola-Flaschen und entfernt vorsichtig die Verschlusskappen. Mit seinen umfangreichen Chemiekenntnissen wählt er bewusst ein Gift aus, für das es kein Heilmittel oder Gegengift gibt und das in Routine-Labortests nicht entdeckt wird. Die kleinen Kratzer, die beim Wiederverschließen an den Verschlusskappen bleiben, sind mit bloßem Auge nicht zu sehen. Treple wartet, bis seine Nachbarn das Haus verlassen und bringt die Colaflaschen zur Veranda der Cars. Es erweckt den Anschein, als habe jemand aus der Familie sie dort vergessen. Dieses Vorgehen wird in den Unterlagen des Murder-Mystery-Wochenendes empfohlen. Bei einer schriftlichen Morddrohung vor der Haustür werfen vorsichtige Menschen ihre Lebensmittel weg und passen auf, was sie essen. Meistens ist so etwas eine Drohung, die besagt, ich mag dich nicht, verschwinde von hier. Die Familie Carr erinnert sich, beim Abendessen Cola getrunken zu haben. Pai Carr trank Bourbon, den er aber mit einem Schuss Cola mixte. Pais Tochter Tammy trinkt nur Diät-Cola und ist deshalb die Einzige, die nicht vergiftet wird.
Am meisten hat Peggy von der Cola getrunken und sie hatte deshalb die höchste Thalium-Konzentration im Körper. Obwohl sie sofort ins Krankenhaus eingeliefert wird, können ihr die Ärzte nicht mehr helfen. Sie fällt ins Koma und stirbt 4 Monate später. Auch die beiden Jungen sind vergiftet worden, überleben den Anschlag jedoch. Ich würde sagen, es war ein sehr wissenschaftlicher Fall. Nur dank der Wissenschaftler konnten wir in den leeren Flaschen das Thallium finden. Dann mussten wir weitere Tests bei Coca-Cola machen. Und dank der FBI-Technik entdeckten wir die Kratzer auf den Verschlusskappen. Mit einem Vergrößerungsglas waren sie nicht sichtbar, aber auf der Vergrößerung vom FBI waren sie klar erkennbar. Und schließlich war George Treeple wissenschaftlich sehr bewandert, wie man an seiner Literatursammlung sehen konnte. Treeples Anklage stützt sich auf Indizien. Seine kriminelle Vergangenheit als leitender Chemiker einer illegalen Amphetaminproduktion belastet ihn. Die in einem Gespräch mit der Polizei benutzte Formulierung aus dem Drohbrief ist ein weiterer Hinweis. Dazu kommt die Murder-Mystery-Veranstaltung mit dem Thema Vergiftung, die in seinem Schuppen gefundene Flasche Thallium sowie die diversen Thallium-Gebrauchsanleitungen. Der Fall beruhte auf Indizienbeweisen. Das war alles, was wir hatten. Und deshalb sind wir bei diesem Fall so vorgegangen, dass wir jede andere Person als Täter völlig ausschließen konnten. Die Verteidigung behauptet, dass es keinen Beweis für Manipulationen an den Verschlusskappen gibt. Und auch Fingerabdrücke sind weder an den Colaflaschen noch an dem Thalliumbehältnis zu finden. Treeples Anwalt spricht von begründeten Zweifeln. Die Beweise könnten genauso gut Diana Carr belasten, die einen Magister in Chemie besitzt. Doch nach nur 6 Stunden kommen die Geschworenen zu einem Urteil. George Treeple wird in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Sue Snow bereitet sich auf einen langen Arbeitstag vor. Morning, Haley. How you doing? Tochter Haley muss gleich zur Schule. Sie ist spät dran und steigt noch schnell unter die Dusche. Well, I hope you know it. I know it'll be fine. Wegen des laufenden Wassers hört Haley nicht, als ihre Mutter plötzlich zusammenbricht. Es ist eine Tragödie und ein medizinisches Rätsel. Der Fall hält die ganze Welt in Atem. Susan Snow ist leitende Angestellte bei einer Bank und Mutter von 2 Töchtern. Sie hat vor kurzem erneut geheiratet und ist in ihrer Heimatstadt Seattle sehr bekannt. Susan Snow ist 40 Jahre alt und bei bester Gesundheit, als sie zusammenbricht. Ich bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Ihre Augen waren offen und nach innen gerollt. Ihre Finger waren ganz steif und sie sah sehr verängstigt aus. Sue Snow ist bewusstlos, als sie in das nahegelegene Krankenhaus gebracht wird. Kurz nach der Einlieferung stirbt sie. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, woran sie gestorben ist. Sie dachten, sie wäre vielleicht hingefallen und hätte ihr Genick gebrochen. Es gab nur Vermutungen. Auch, dass sie vielleicht einen Herzinfarkt hatte. Dr. Corinne Flinier führt die Autopsie durch und versucht, die Todesursache herauszufinden. Der erste Teil der Autopsie ergab, dass die Todesursache nicht anatomischer Natur war. Das heißt, es gab keinen klaren pathologischen Befund, der Miss Snows Tod erklärte. Dr. Flinias Assistentin bemerkt etwas Eigenartiges. Es ist nicht sichtbar, aber irgendetwas an der Leiche riecht ungewöhnlich. Als Jeanette Miller die Brusthöhle von Sue Snow öffnet, nimmt sie einen schwachen Geruch von bitteren Mandeln wahr.
Das ist ein Hinweis auf Cyankali. Ein Gift, das von einer anderen Person vielleicht nicht entdeckt worden wäre. Die aus dem Cyankali freigesetzte Blausäure können nur wenige Personen riechen. Ich gehe von etwa 20% der hiesigen Bevölkerung aus. Manche meinen 50%, ist jedenfalls nur ein Teil der Bevölkerung, die es riechen kann, ist offensichtlich genetisch bedingt. Das Cyankali muss jedoch wissenschaftlich nachgewiesen werden. Toxikologen wie Professor Dr. Thomas Daldrup wenden dafür spezielle Testmethoden an. Eine Blutprobe wird mit einer Säurelösung vermischt und ein Reaktionspapier dazugegeben. Bei Susan Snows Blutprobe verfärbt sich das Reaktionspapier blau, der Beweis für eine Blausäurevergiftung. Cyankali ist das Kaliumsalz der Blausäure. Die Blausäure ist der giftige Anteil in Cyankali. Wenn dieses Salz geschluckt wird, wird die Blausäure im Magen, im sauren Magen freigesetzt, wird sehr schnell vom Körper aufgenommen, geht ins Blut, blockiert dort in allen Organen die Sauerstoffversorgung und nach führt es dazu, dass alle Organe ihren Dienst versagen. Cyankali ist ein schnell wirkendes Gift. Der Tod kommt bereits wenige Minuten nach der Einnahme. Doch auf welche Art und Weise hat Susan Snow Cyankali eingenommen? Ihre Zwillingsschwester Sarah liefert einen wichtigen Hinweis. Am Tage von Sus Beerdigung sucht sie in der Küche nach einem Medikament gegen Kopfschmerzen und entdeckt dabei etwas Verdächtiges. Sue und ich nahmen immer Excedrin-Tabletten. Als ich in die Küche ging, um das Excedrin zu holen, fand ich Kapseln. Sie nahm nie Kapseln. Labortests bestätigen Sarahs Befürchtungen. In den Excedrin-Kapseln befindet sich Cyankali. Sarah Webb hätte die vergifteten Kapseln beinahe auch genommen. Die Familie verdächtigt Sues neuen Ehemann Paul Webking, das Cyankali in die Kapseln gefüllt zu haben. Er war sehr gereizt und machte hin und wieder blöde Witze. Das war seine Art, mit der Situation umzugehen. Doch ich fand das eigenartig. Ich bin ganz anders damit umgegangen. Webking hat bereits drei Ehen hinter sich und hatte Sue erst 6 Monate zuvor geheiratet. Er arbeitet als Fernfahrer und ist finanziell längst nicht so erfolgreich wie seine Frau. Kurz vor der Hochzeit entdeckte Sue, dass Paul sich mit einer früheren Freundin trifft. Sue wusste es. Sie hatten viel Streit deswegen. Schließlich sagte er, gut, ich werde sie nicht mehr treffen. Lass uns heiraten. So heirateten sie und 6 Monate später war sie tot. Paul Webking gibt zu, es sei seine Idee gewesen, Kapseln statt Tabletten zu kaufen. Doch mit der Manipulation der Kapseln habe er nichts zu tun. Der Hersteller von Excedrin geht kein Risiko ein und zieht unverzüglich das extra starke Excedrin aus allen Geschäften zurück. Gesundheitsbeamte befürchten, der Tod von Sue Snow bleibt kein Einzelfall. Die Öffentlichkeit wird alarmiert. In Auburn, Washington, extra strength Excedrin capsules are being pulled from the store shelves. Die Nachrichten im ganzen Land berichten über den Fall von Sue Snow und ihrer Blausäurevergiftung durch die Excedrin-Kapseln. Stella Nickel, eine 42-jährige Frau aus Seattle, wird durchs Fernsehen aufmerksam. Ihr 52-jähriger Ehemann Bruce ist 2 Wochen zuvor gestorben. Die Autopsie besagt, er sei durch ein Emphysem und damit eines natürlichen Todes gestorben. Doch seine Frau und ihre Freunde sind davon nicht überzeugt. Jeder, von dem ich gehört habe, dass er an einem Emphysem leidet, war nicht in der Lage zu arbeiten oder irgendetwas zu tun ohne eine Sauerstoffflasche. Bruce aber hat gearbeitet und trug dabei eine schwere Ausrüstung. Er hat am Tag vor seinem Tod und sogar am Tage seines Todes gearbeitet.
Stella Nichols Ehemann hatte kurz bevor er starb ein paar Excedrin-Kapseln eingenommen. Sie rief die Polizei an und sagte, dass ihr Mann vor einigen Wochen gestorben ist und Excedrin-Kapseln genommen hatte, mit der gleichen Artikelnummer wie die Excedrin-Kapseln, die Sue Snow töteten. Ein Polizeibeamter fährt zu Stella Nichols, um die Schachteln mit den Excedrin-Kapseln zu holen. Sie bittet ihn, die Kapseln auf Zyankali untersuchen zu lassen. Stella Nichols bewirkt auch, dass der Pathologe den Fall ihres Mannes wieder aufnimmt und sein Blut auf Zyankali testet. Diese Untersuchung wurde bei der ersten Autopsie nicht gemacht. Das Reaktionspapier in Bruce Nichols Blutprobe färbt sich blau. Auch er ist an einer Blausäurevergiftung gestorben. Weitere Untersuchungen ergeben, dass auch die restlichen Excedrin-Kapseln aus seinem Haus mit Zyankali versetzt sind. Währenddessen verhört die Polizei Sue Snows Ehemann, Paul Webking. Er konnte aggressiv sein und Sues Familie kam nicht damit zurecht, dass er kurz nach Sues Tod wieder geheiratet hat. Sie wollten ihm die Schuld für alles geben. Um seine Unschuld zu beweisen, will Webking freiwillig einen Lügendetektortest machen. Es gab genug Indizien, die den Verdacht auf Paul Webking lenkten. Er selbst wollte den Lügendetektortest beim FBI machen und bestand ihn. Danach war er nicht mehr verdächtig. Nachdem Webking entlastet ist, befürchtet die Polizei nun, es mit einem hinterhältigen Mörder zu tun zu haben. Sue Snow und Bruce Nichols sind unabhängig voneinander nach der Einnahme von Zyankali vergifteten Excedrin-Kapseln gestorben. Alle zurückgezogenen Excedrin-Kapseln werden untersucht. Auf Röntgenbildern wird das Zyankali bei den manipulierten Kapseln als dunkle Flecken sichtbar. In Geschäften werden zwei weitere Packungen mit Schmerzmitteln gefunden, die mit Zyankali vermischt wurden. Weltweit berichten Zeitungen, Radio und Fernsehen von der Entdeckung der vergifteten Kapseln in Seattle. Alle manipulierten Excedrin-Kapseln werden zur Untersuchung an das FBI-Labor in Washington D.C. geschickt. Auf den Packungen der Kapseln gibt es keine Fingerabdrücke. Jede manipulierte Kapsel enthält 700 Milligramm Zyankali. Das ist viermal stärker als eine tödliche Dosis. Zusätzlich findet das FBI in den Kapseln merkwürdige grüne Kristalle. Die grünen Kristalle werden mit einem Massenspektrometer untersucht, das die chemischen Bestandteile einer unbekannten Probe identifizieren kann. Die Kristalle werden verflüssigt und ihre Moleküle durch einen Energieelektronenstrahl in kleinste Einheiten zerlegt. So lässt sich jede einzelne Substanz in den Kristallen nachweisen. Die grünen Kristalle bestehen aus vier bekannten Chemikalien: Atrazin, Diclon, Monuron und Simazin. Mit diesen Chemikalien bekämpft man Algen in Fischaquarien. Ein FBI-Chemiker sucht in allen Fachgeschäften seines Wohnviertels nach einem Algenbekämpfungsmittel, das aus denselben Chemikalien besteht. Hi, how are you? Do you have any algae side? Sure. This aisle right here, other side of the big fish tank. Bei der Überprüfung hunderter Produkte fällt ihm ein Algenbekämpfungsmittel besonders auf. Die grün gepunkteten Tabletten werden Algenzerstörer genannt. Sie bestehen aus den vier Chemikalien, die mit dem Zyankali in den Kapseln gefunden wurden. Das FBI hat keine Erklärung, warum diese Chemikalien dem Zyankali beigemischt wurden. Es leitet die Entdeckung aber den Ermittlern in Seattle weiter. Einer dieser Beamten erinnert sich an einen interessanten Zufall.
Als er bei Stellan Nickel die Excedrin-Kapseln holte, hat er im Wohnzimmer ein Aquarium gesehen. Ist es möglich, dass Stellan Nickel etwas mit dem Tod ihres Mannes und dem von Sue Snow zu tun hat? Das FBI geht mit einem Bild von Stellan Nickel in 57 verschiedene Zierfisch- und Tiergeschäfte. Tom Noonan erkennt Stellan Nickel und erinnert sich, ihr dieses Algenbekämpfungsmittel verkauft zu haben. Das FBI fragte mich, ob ich mich daran erinnere, dieses Produkt verkauft zu haben. Ich sagte ja, und dass ich ihr wie jedem anderen Käufer erzählt habe, dass die Wirkung der Tabletten größer ist, wenn man sie zerbröselt. Sie lösen sich auf dem Aquarium nicht auf und können deshalb nicht richtig wirken. Das heißt, die Algen im Aquarium nicht effektiv bekämpfen. Ich glaube, sie hatten sie sehr im Verdacht. Sie wussten, dass Stella und ihr Umfeld etwas mit Sue Snows und Bruce Tod zu tun hatten. Aber sie wussten nicht, wer was wie getan hat und wie sie es beweisen sollten. In Bruce Nickels Lebensversicherung steht, dass Stella zusätzliche $100.000 bekommt, falls ihr Mann durch einen Unfall tot stirbt. Diese Versicherung betrachtet Tod durch Vergiftung als Unfalltod. Ob Stella jemals finanzielle Probleme erwähnte? Nun ja, denn sie war Lehrerin und arbeitete schon länger nicht mehr. Sie waren ziemlich knapp bei Kasse. In der Tat haben die Nickels ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten. Erst kürzlich ist ihnen der letzte Mahnbescheid für ihre Hypothek und andere Darlehen zugestellt worden. Nur 5 Tage vor Bruce Tod schrieb Stellan Nickel eine Reihe von Briefen an ihre Gläubiger. Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß, dass meine Rückzahlungen seit langem fällig sind, aber das hat seinen Grund. Ich habe Eheprobleme, die jedoch bald gelöst sein werden. Bruce ist nicht mehr zuständig. Künftig werde ich Ihnen mindestens $500 im Monat zahlen. Stellan Nickel. Bei der Überprüfung der Lebensversicherung fällt dem Schriftsachverständigen Lee Wegener etwas Verdächtiges auf. Bruce Nickels Unterschrift auf dem Antrag für die Lebensversicherung ist ungewöhnlich. Die Buchstaben N und K sind anders geschrieben. Der erste Bogen vom N beginnt hier, ungefähr auf der Hälfte, während das N bei Bruce sonst oben anfängt. Of that in. The final stroke on the signature in question. Zudem krümmen sich die unteren Bögen der Unterschrift bis unterhalb der Linie. So sehen die authentischen Unterschriften von Bruce nicht aus. In the genuine signatures of Bruce. Die Handschrift ähnelt jedoch der von Stellan Nickel. Die Ermittler glauben, dass Stella die Unterschrift ihres Mannes auf den Versicherungsunterlagen gefälscht hat. Doch Geld ist nicht das einzige mögliche Motiv. Stella und Bruce Nickel gingen oft mit Freunden in Bars und Lokale. Das änderte sich, als Bruce eine Entziehungskur macht und aufhört zu trinken. Nach einer Weile hatte sie genug davon. Sie wünschte sich ein anderes Leben. Denn sie sah sich mit ihren 42 oder 43 Jahren immer noch als eine begehrenswerte Frau. Sie wollte raus und gesehen werden und Bruce hielt sie zurück. Sie ging oft in Bars und flirtete mit vielen Männern. Sie hatte auch einen Freund. Es machte nicht den Eindruck, als würde sie an ihrem Mann sehr hängen. Oft konkurriert Stella sogar mit ihrer Tochter Cindy um dieselben Männer. Das FBI verhört Cindy und erzählt ihr von den Indizienbeweisen gegen ihre Mutter. Cindy brach zusammen und sagte: Ja, meine Mutter hat Bruce ermordet. Ich bin mir sicher, wir haben darüber gesprochen. Meine Mutter war unglücklich in ihrer Ehe und sie wollte das Geld haben. Cindy sagte, wir wollten mit dem Geld von der Versicherung ein Keramik- und ein Fischgeschäft eröffnen. Meine Mutter sprach davon, einen Killer für Bruce anzuheuern.
Cindy erzählt dem FBI auch, dass sich ihre Mutter in einer Bibliothek über Gifte informiert hat. In der Kartei der Bibliothek findet sich Stellas Unterschrift. Sie hat sich ein Buch mit dem Titel Deadly Harvest, tödliche Ernte, ausgeliehen, das verschiedene Vergiftungsmethoden und deren Auswirkungen beschreibt. In dem Kapitel über Cyankali-Vergiftungen werden Stellas Fingerabdrücke gefunden. Die Ermittler haben nun genug Indizienbeweise, um Stella Nickel des Mordes an ihrem Mann anzuklagen. Und die Ermittler finden heraus, warum Stella auch Sue Snow getötet hat, obwohl die beiden sich nicht kannten. Im Frühling 1984 hat Stella Nickel genug von ihren finanziellen Problemen und dem langweiligen Leben mit ihrem Mann Bruce. Sie will ihren Mann umbringen und die Versicherungssumme kassieren, die sich im Fall eines Unfalltodes um $100.000 erhöht. Sie entscheidet sich für Cyankali, aber sie ist unvorsichtig und mischt das Gift in derselben Schüssel, in der sie zuvor die Algenvernichtungstabletten zerstampft hat. Nachdem sie das Cyankali in die Kopfschmerzkapseln gefüllt hat, stellt sie das Döschen zu den anderen Medikamenten ihres Mannes. Bruce hat chronische Kopfschmerzen und nimmt fast jeden Tag Schmerzmittel. Der Rechtsmediziner stellt bei der Autopsie von Bruce Nickel fälschlicherweise fest, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist. Dieser Fehler kostet Stella die $100.000, die sie im Falle eines Unfalltodes zusätzlich erhalten hätte. Stella braucht also einen Grund für eine erneute Autopsie ihres Mannes. Also beschließt sie, noch jemanden zu vergiften, um den Eindruck zu erwecken, ein Cyankali-Mörder läuft frei herum. Sie präpariert weitere Kapseln und stellt 3 Schachteln mit Cyankali-haltigen Schmerzmitteln in die Regale von 2 Geschäften in ihrem Wohnort. In einem der Geschäfte kauft die Familie Snow die Kapseln. Eines Morgens nimmt Sue Snow vor der Arbeit 2 Kapseln aus der Dose. Sie stirbt kurz darauf. Als bei der Autopsie von Sue Snow Cyankali entdeckt wird, hat Stella Nickel endlich einen Grund, um die erneute Autopsie ihres Mannes zu beantragen. Glücklich einmal mit Mord davongekommen, riskiert sie es ein zweites Mal. Aber das FBI entdeckt in dem Cyankali die winzigen grünen Kristalle des Algenvernichtungsmittels und findet heraus, dass Stella in der Bibliothek Vergiftungsmethoden recherchiert hat. Die gefälschte Unterschrift ihres Mannes unter dem Versicherungsvertrag rundet die Anklage gegen Stella Nickel ab. Das Cyankali, das Algenvernichtungsmittel und auch die Schüssel, in der die tödliche Mischung hergestellt wurde, bleiben verschwunden. Nach 4-wöchiger Verhandlung wird Stella Nickel des Mordes in 2 Fällen für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt.